Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream aus der Reihe BayernLab Online mit dem Thema Fichtelgebirge – Spurensuche einer Identität anhand historischer Karten. Und ein herzliches Willkommen an unseren Referenten Adrian Rosner vom Forschungsinstitut für Fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bayreuth und Bamberg. Zusätzlich ist er aktiv als stellvertretender Vorsitzender des Fichtelgebirgsvereins, Vorsitzender der Münchbürger
und bestellter Kreisarchivpfleger des Landkreises Hof und bei vielen weiteren Projekten. Doch jetzt übergebe ich an unseren Referenten und wünsche Ihnen einen interessanten und unterhaltsamen Vortrag. Lieber Adrian, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag auf der Suche nach der Identität eines Raums, das Fichtelgebirge in historischen Karten. Sie sehen schon, ich bin heute leider doch nicht im Studio des Bayern Labs in Wunsiedel. Das hängt nicht mit der momentanen Pandemiesituation zusammen, sondern tatsächlich mit dem Winter, der über die Region hereingebrochen ist und der mich mehr oder weniger daran gehindert hat, mein Arbeitszimmer zu verlassen. Deswegen streame ich heute quasi live von Zell nach Wunsiedel zu Ihnen nach Hause und freue mich sehr, dass Sie alle mit dabei sind. Ich darf noch ganz kurz, nachdem die Barbara Thierfelde mich dankenswerterweise schon vorgestellt hat, noch ein paar Worte sagen. Mein Name ist Adrian Rossner. Ich habe Geschichte und Anglistik an der Universität in Bayreuth studiert und bin momentan dabei, meine Promotion zum Thema geordnete, moderne Impulse der Industrialisierung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Infrastruktur im Münchberger Raum abzuschließen, was natürlich auch schon ein bisschen zum heutigen Thema passt. Was haben wir vor? Wir werden uns heute anschauen, wie genau wir die Identität, das heißt also die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein eines historisch gewachsenen Raumes, in diesem Fall eben des Fichtelgebirges, anhand auch von Kartenmaterial nachvollziehen können. Ich muss dabei gleich darauf hinweisen, dass Sie bitte keinen allzu tiefgreifenden Vortrag in den einzelnen Thematiken erwarten dürfen, denn wir haben nichts weniger und nichts mehr vor, als knapp 1000 Jahre Geschichte im Schnelldurchlauf hinter uns zu bringen. Das heißt, ich werde tatsächlich manche Dinge einfach ein Stück weit vereinfachen müssen. Ja, es geht heute darum, die großen Entwicklungslinien der Geschichte anhand von Kartenmaterial nachzuzeichnen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht auf einzelne Dinge noch einmal genauer eingehen können. Deswegen sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Sie jederzeit gerne Fragen in den Chat schreiben können, die mir dann die Barbara Thierfelde über ein ausgeklügeltes System von Mitteilungen entsprechend zukommen lassen wird. Ansonsten sei nochmal der Hinweis erlaubt, dass natürlich auch zu den einzelnen Themen wiederum andere schwerpunktmäßige Vorträge und auch Aufsätze existieren, dazu aber dann später mehr. Lassen Sie uns damit jetzt erst einmal in medias res gehen und uns ganz am Anfang einmal anschauen, wie denn dieser Raum des Fichtelgebirges überhaupt aus geologisch und geografischer Sicht zu definieren und zu umreißen ist. Dabei ist ganz wichtig, dass wenn wir von dem Fichtelgebirge sprechen, wir eben nicht davon ausgehen dürfen, dass es eine in sich geschlossene und nach außen hin klar abgrenzbare Region ist. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass es vor einiger Zeit die Debatte gab, ob sich denn nicht der Landkreis Wunsiedel in Landkreis Fichtelgebirge umbenennen soll. Und ich muss Ihnen offen gestehen, ich war einer der vehementesten Verfechter, dass das nicht der Fall sein darf. Denn der Landkreis Wunsiedel deckt schlichtweg nur einen kleinen Teil oder einen Teil des Fichtelgebirges ab. Und das sehen Sie ganz wunderbar an dieser geologischen Karte, die ich Ihnen gerade einblende. Sie stammt aus dem Jahre 1816. Und wurde von den beiden Geologen, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, es waren eher Botaniker und auch tatsächlich Zoologen und Paläontologen, Georg August Goldfuß und Karl Gustav Bischoff angefertigt, in ihrem Werk eine orographisch-geologische Beschreibung des Fichtelgebirges. Was Sie darauf sehen können, ist der grün markierte Granitstock, der quasi im Herz des Fichtelgebirges liegt. Wir ziehen ihn noch einmal etwas größer heraus. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es das? Ist das der Raum des Fichtelgebirges, um den wir uns heute kümmern wollen? Ist es also quasi dieses berühmte Hufeisen, das wir tatsächlich bis heute sehr gut kennen und das sich eben in erster Linie als das Fichtelgebirge abzeichnet? Aus der geologisch-geografischen Sicht heraus ist es das nicht. Denn schon Bischof und Goldfuß haben vollkommen zu Recht festgestellt, dass das Fichtelgebirge sehr viel weiter geht. Und zwar am Ende tatsächlich bis hinter Münchberg mehr oder weniger an den Frankenwald heranreicht.
Es zeigt schon mal, dass wir bei dem, was wir heute in den Fokus stellen wollen, bei dem Fichtelgebirge, eben nicht von einem fest abgegrenzten, von einer fest abgegrenzten Region sprechen dürfen, sondern dass wir davon ausgehen müssen, dass die Grenzen dieses Raumes, wie wir es bezeichnen wollen, sich tatsächlich auch immer wieder ein Stück weit verändert haben, je nachdem, mit welcher Fragestellung man herangeht und auch je nachdem, welcher Machthaber gerade das Sagen im Raum des Fichtelgebirges hatte. Das heißt also, wenn wir uns diese Karte aus dem 19. Jahrhundert einmal genauer anschauen, dann können wir schon mal feststellen, dass der Raum Fichtelgebirge tatsächlich vom Steinwald quasi bis hinein in das Hofer Land reicht und damit weitaus größer ist als die reine Granitkonstruktion oder die reine Granitstruktur, die wir heute im Allgemeinen als das Fichtelgebirge wahrnehmen. Heutfuß und Bischof haben das also in dieser Karte schon mal ganz wunderbar für uns dargestellt. Wenn wir bei der Geologie und bei der Geographie bleiben, um uns damit auch einmal ein Stück weit in Richtung Identität des Raumes vorzutasten, dann ist es ganz spannend, sich die frühesten Darstellungen dieses Fichtelgebirges anzuschauen. Es gab beispielsweise bei uns im Raum eine sehr stark ausgeprägte Glasmacherkunst, unter anderem eben in Warmensteinach bzw. Fichtelberg oder auch Bischofsgrün. Auf diesen sogenannten Ochsenkopfgläsern, von denen ich Ihnen hier ein Exemplar mitgebracht habe, der sich im Museum Bayerisches Vogtland in Hof befindet, können Sie wunderbar sehen, wie sich der Raum Fichtelgebirge damals dem Betrachter darstellte. Damals ist in diesem Falle das 16. bzw. 17. Jahrhundert gemeint. In jener Epoche kannte man das Fichtelgebirge als großen Gebirgsstock noch gar nicht, sondern man sprach meistens von dem Fichtelberg. Auf diesen Gläsern steht entsprechend sehr häufig auch der mystisch anhauchende Spruch: Der Fichtelberg bin ich genannt, im ganzen Franken wohl bekannt. Und wenn Sie sich diese Darstellung des Raumes einmal genauer besehen, dann stellen Sie fest, dass es tatsächlich nur ein großer Gipfel ist, ein großer Berg, eben der sogenannte Fichtelberg, der dann eben dargestellt wird, bekrönt von einer stolzen Burg, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, umgeben von einer goldenen Kette, die für den Reichtum an Erzen und an Mineralien steht und auch für den Reichtum an Sagen und Mythen, den der Fichtelberg hütet. Und am Ende erkennen Sie eben auch in diesen Welt, in diesen Waldstrukturen sehr viele Tiere, die daraus hervorragen. Wölfe, Hirsche, was eben schon mal darauf hinweist, dass das Fichtelgebirge sich als eine wahnsinnig waldreiche, als eine sehr, sehr reiche Gegend darstellt, aber eben auch als eine Gegend, die sehr fruchtbar ist und die sehr viele Wildtiere vorweisen kann. Das Interessante ist, dass diese Ochsenkopfgläser eben tatsächlich davon ausgingen, dass es einen Gipfel gibt, der Fichtelberg heißt. Dieser Gipfel ist mittlerweile der Ochsenkopf und so hat sich eben von diesem kleinen, von diesem einzelnen Berg aus der Name des Fichtelberges auf den gesamten Raum ausgesehen, sodass wir mittlerweile von dem Fichtelgebirge sprechen. Kleine Anekdote am Rande, allein die Tatsache, dass der ursprüngliche Fichtelberg, der Ochsenkopf, im Landkreis Bayreuth liegt, zeigt schon, dass der Landkreis Wunsiedel nicht alleine das Fichtelgebirge darstellen kann. Aber das sei nur ein kleiner Hinweis am Rande. Wenn Sie sich diese Darstellung des Raumes noch einmal genauer besehen, dann erkennen Sie am unteren Rand des Glases, leider aufgrund des Fotos nicht anders möglich, zwei Flüsse, die aus dem Fichtelberg entspringen. In Wahrheit sind es derer vier, was aus dem Fichtelgebirge eine unglaublich wichtige Struktur mit Blick auf die Geografie auch Europas machte. Tatsächlich ist es so, dass das Fichtelgebirge schon seit Jahrhunderten bekannt ist als eine der wichtigsten Wasserscheiden Europas. Immerhin entspringen aus dem Raum vier große Flüsse, die noch dazu in alle vier Himmelsrichtungen abfließen. Diese europäische Wasserscheide wurde auch immer wieder in historischen Karten genannt und gezeichnet, um damit eben am Ende das Fichtelgebirge entsprechend verorten zu können. Hier sehen Sie beispielsweise eine wunderbare Karte aus dem 17. Jahrhundert, auf der Sie sehr schön erkennen können, dass dieses angedeutete Hufeisen des Fichtelgebirges eben mehr oder weniger im Zentrum auch diese vier davon ausgehenden Flüsse zeigt. In diesem Fall kann man leider nur zwei erkennen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich jeder Kartograf auch nur die Flüsse gezeichnet hat, die für ihn am wichtigsten waren. Hier ist es jetzt also einmal die Eger und einmal die Saale, die eben aus dem Fichtelgebirge entspringen, in Richtung Osten und in Richtung Norden. Und genau diese Wasserscheide, diese Bedeutung der Region als eine Art von Herz, ja, man nannte das Fichtelgebirge damals tatsächlich auch das irdische Paradies, aus dem eben ebenfalls vier große Flüsse entsprungen sein sollen,
genau diese Wahrnehmung des Raumes, die hat sich tatsächlich im 17. Jahrhundert und auch im 18. Jahrhundert sehr, sehr stark in den Köpfen der Menschen verankert. Am Ende führte das dazu, dass der Markgraf des Markgraftums Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, Christian Ernst, den Sie hier auf dem berühmten Markgrafenbrunnen in Bayreuth erkennen können, genau diese geologische Besonderheit des Raumes, über den er regierte, sogar als Ausdruck seiner politischen Macht hernahm. Er ließ sich darstellen, einerseits als Bezwinger des türkischen Heeres vor Wien, andererseits aber eben auch als derjenige, der über die europäische Wasserscheide regiert. Denn unter seinem Reiterstandbild entspringen die vier großen Flüsse, die am Ende in diesem Brunnen tatsächlich auch als Attribute oder als Synonyme für die vier damals bekannten Kontinente der Welt gedeutet werden. Insofern stilisiert sich Christian Ernst als Herrscher über das Fichtelgebirge, als Herrscher über einen Raum, am Ende sogar ein Stück weit auch als Herrscher über die Welt. Denn er regiert über das heimliche Zentrum, über das irdische Paradies, über das Herz der Welt, aus dem eben die vier Hauptflüsse entspringen, die demnach auch für die vier damals bekannten Kontinente standen. Der einzige, der fehlte, war Australien. Und insofern ist es Christian Ernst gelungen, sich als Fürsten oder als Markgrafen im Markgraftum Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth tatsächlich auch als ein Herrscher von Weltrang darzustellen. Sie erkennen daran schon ein Stück weit, dass die Lesart eines Raumes auch natürlich immer ein Stück weit von den einzelnen Personen abhängig war. Ja, wenn wir heute über das Fichtelgebirge sprechen, tun wir das in erster Linie in Form einer wunderschönen Kultur- und Naturlandschaft oder eben auch mit Blick auf Tourismus und Freizeitgestaltung, da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber in der absolutistischen Zeit, in der markgräflichen Zeit, erkannte man das Fichtelgebirge als Raum, tatsächlich auch als eine Art von Machtraum oder eben als Beispiel dafür, welche Macht man aufweisen konnte. Insofern wurde eben der Raum, über den man regierte, auch dazu genutzt, um damit den eigenen Machtanspruch entsprechend unterstreichen zu können. Das nur mal als eine kleine Einführung, wie vielfältig die Lesart eines Raumes sein kann. Ausgehend von der Geologie, ausgehend von geografischen Besonderheiten, haben wir jetzt also schon mal eine Identität des Raumes Fichtelgebirges dargestellt, nämlich tatsächlich den geografisch-geologischen Raum, der am Ende auch als eine Art von Raum der Macht dargestellt wurde und eben tatsächlich auch entsprechend als Synonym oder als Beleg für den eigenen Machtanspruch genutzt worden ist. Lassen Sie uns jetzt aber, bevor wir uns allzu lange über die Zollern unterhalten, noch einmal ein bisschen weiter zurückgehen und uns anschauen, wie sich dieser Raum Fichtelgebirge überhaupt so weit entwickeln konnte. Jetzt beginnt also quasi nach einer kleinen Einführung, wie vielfältig Rauminterpretationen sein können, auch noch einmal der genauere Blick in die Geschichte. Wenn wir uns mit Franken im Mittelalter beschäftigen, da müssen wir, wie es mein Landesgeschichtsprofessor Reinhard Becker während des Studiums immer ausdrückte, mit einem Flickerteppich beschäftigen. Es gab in Franken nie ein fest umgrenztes Territorium. Es war ein Territorium non clausum, das heißt also ein Staat ohne Grenzen. Und das sehen Sie ganz wunderbar an dieser nicht historischen, aber eben die historische Realität darstellenden Karte von Max Spindler. Darauf sehen Sie einen Ausschnitt Frankens im Jahr 1500 und Sie erkennen wahnsinnig viele bunte Farben. Keine Angst, Sie brauchen nicht genau lesen, was jetzt da überall geschrieben steht. Wichtig ist allein, dass Sie sehen, Franken war bunt und ist es bis heute. Wir haben beispielsweise das Markgraftum Brandenburg-Ansbach im Süden, dieses hellblaue Teil. Wir haben die beiden Hochstifte Bamberg und Würzburg, die beiden lilanen oder violetten Teile. Wir haben das hellblaue Markgraftum Brandenburg-Kulmbach, später Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, über das wir gerade gesprochen haben. Und Sie sehen schon, dieser Teil ist gerade bei uns hier im Nordosten, also eben im heutigen Fichtelgebirgsraum ansässig. Und wir haben aber eben auf der anderen Seite auch diese wahnsinnig vielen kleinen gelben Sprenkel. Und diese kleinen gelben Tupfer, das waren die kleinadligen Territorien. Das heißt also teilweise eigenständige Ritterlandschaften bzw. Kleinadelslandschaften, Kleinadelsräume, die jetzt diesen ganzen bunten Flickerteppich noch einmal sehr viel komplexer gemacht haben. Das Problem bei einem Staat, der faktisch nicht als Territorium existiert, ist, dass es demnach auch nicht den einen Herrscher geben kann.
Man hat über Jahrhunderte darüber gestritten, wer denn nun der Herrscher Franken sei. Angefangen hat das Ganze, als damals die Bischöfe von Würzburg sich im Jahr 1075 als Ducatus Provinciae titulierten und damit eine Art von Herrschaftsanspruch interpretierten, sodass sie davon ausgingen, dass, weil sie einer der Herrschenden in Franken sind, am Ende über ganz Franken herrschen sollten. Der daraus abgeleitete Titel des Dux Francorum, des fränkischen Fürsten, könnte man sagen, des fränkischen Herrschers, hat sich über die folgenden Jahrhunderte erhalten und hat tatsächlich sogar sich im Titel der bayerischen Regenten niedergeschlagen. Wenn Sie sich einmal verschiedene Darstellungen der wittelsbachischen Könige beispielsweise in Bayreuth anschauen, dann können Sie feststellen, dass sich diese Könige auch immer als Herzog von Franken titulieren ließen, obwohl dieser Titel faktisch nie offiziell existierte. Und das Ganze hängt natürlich auch wiederum mit unserem Raum des Fichtelgebirges zusammen. Denn, wie gesagt, wir hatten hier in erster Linie eine große Macht, die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach, später von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, die nun natürlich ebenfalls aufgrund dieser Gemengelage im Fränkischen ein Stück weit den Anspruch erhoben, diesen Herzogstitel für sich nutzen zu wollen und nutzen zu können. Insofern können wir davon ausgehen, dass aufgrund des Strebens einzelner Großmächte, in erster Linie der Bistümer, der Markgrafen und auch der Städte, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die können natürlich auch dazu, Nürnberg beispielsweise, dass in Anbetracht dieses Strebens der einzelnen Mächte um die Vormacht in Franken natürlich am Ende auch jede dieser Mächte versuchte, ein hinter sich stehendes großes Territorium zu vereinen. Die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach, später Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, hatten demnach schon relativ früh versucht, in ihrem Raum, das heißt also in diesem hellblauen, den sie oben rechts erkennen können, ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Dabei standen ihnen aber nun diese ganzen gelben Sprenkel im Weg. Wenn ich also auf der einen Seite den Anspruch habe, ein mächtiger Herzog zu werden, der Herzog von Franken, dann muss ich auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass in diesem kleinen Territorium, das ich habe, erst einmal eine Art von Flächenstaat eingerichtet werden kann, der aber eben aufgrund der Zersplitterung der Struktur nicht existierte. Was also taten unsere Markgrafen? Sie versuchten, für Ordnung zu sorgen. Und dabei standen ihnen die Kleinadligen, diese ganzen gelben Sprenkel, die Sie da sehen können, sehr, sehr stark und sehr, sehr nervtötend im Weg. Lassen Sie uns einmal kurz auf diese Kleinadligen eingehen. Was Sie hier sehen können, ist die historische Darstellung der Feste Waldstein, gezeichnet von Stierlein, einem Militärkartografen im Jahre 1783. Stierlein war einer der ersten, der mehr oder weniger hobbymäßig auch die Burgen des Fichtelgebirges kartierte und uns diese wunderbaren Darstellungen hinterlassen hat. Sie zeigen die Ruinen der Burgen des Fichtelgebirges in einer Zeit, in der sie noch nicht, ich sage es mal, verunstaltet worden waren, beispielsweise durch touristische Anlagen, sondern in einer Zeit, in der sie noch großteils natürlich vor uns lagen. Diese Burg am Waldstein gehörte einem dieser kleinadligen Geschlechter, von denen gerade die Rede gewesen ist, und zwar den Herren von Sparnig. Sie tauchten das erste Mal im Jahr 1223 in einer Urkunde auf und leiten sich vom Geschlecht derer von Waldstein ab. Die Herren von Waldstein wiederum haben sich im 12. Jahrhundert auf dem Waldstein niedergelassen und daher im Übrigen auch den Namen dieses Berges eingeführt, denn ihre Burg hieß schlichtweg De Waldstein. Soll heißen, die Burg auf dem Stein, der bewaldet ist. Die Burg auf dem Waldstein, daher kommt der Name des Berges. Diese Herren von Waldstein hatten mehrere Söhne. Getto von Waldstein hat insgesamt 2 gehabt und eine Tochter. Eine dieser Söhne wird Rüdiger heißen. Der wird dann später einen weiteren Sohn haben, der wiederum Rüdiger heißen soll. Und dieser Rüdiger II wird 1223 als Rüdiger von Sparnig zum ersten Mal in Erscheinung treten. Die Herren von Sparnig waren eines der mächtigsten kleinadligen Geschlechter im heutigen oberfränkischen Raum und eines der mächtigsten Geschlechter im Fichtelgebirge. Ihnen gehörte faktisch der gesamte Münchberger Raum, also alles nördlich des Waldsteins. Und sie haben nun natürlich schon relativ früh gemerkt, dass dieser Versuch der Markgrafen, ein Territorium im Fichtelgebirge zu schaffen, ihre eigene Position ein Stück weit gefährdet. Denn natürlich ist diese Expansion der Zollern, diese Expansion der Markgrafen an den lokalen Machthabern nicht spurlos vorübergegangen. Und deswegen haben die Herren von Sparnig damit begonnen, im 14. Jahrhundert die Grenzen ihres eigenen Machtraumes entsprechend auszustatten bzw. zu bewähren.
Deswegen wurde um das Jahr 1370 auf dem Waldstein auch eine neue, moderne Festungsanlage errichtet, eben jene feste Waldstein, die Stierlein für uns 1783 in der Karte festgehalten hat. Sie sehen sie hier noch einmal in einer vergrößerten Darstellung. Diese sogenannte Westburg, wie wir sie heute kennen, war ein unglaublich großes Machtsymbol, das natürlich auch zeigen sollte, dass der Kleinadel sich von diesen expansiven Bestrebungen der Markgrafen nicht einfach so ins Boxhorn jagen lassen wollte. Die Herren von Sparnik hatten damals natürlich auch immensen Einfluss vorzuweisen. Rüdiger, nicht der erste, von dem wir gerade gesprochen haben, sondern ein späterer, die haben alle Rüdiger geheißen, das macht das immer ein bisschen kompliziert, war tatsächlich sogar Verwalter der kaiserlichen Pfalz in Eger und hatte ein sehr, sehr gutes persönliches Verhältnis zum Kaiser Karl IV., damals zugleich böhmischer König. Insofern hat er natürlich diese Nähe zum Regenten auch dazu genutzt, um seinen eigenen Machtanspruch im Fichtelgebirge ein Stück weit zu untermauern und zu unterstützen. Am Ende trugen die Sparnecker sogar große Teile ihres Besitzes dem böhmischen König bzw. dem deutschen Kaiser Karl IV. Als Lehen an, um damit zu beweisen, dass sie den Raum nicht einfach verlassen wollten, sondern dass sie sehr daran interessiert waren, diese kleinteilige Struktur zu erhalten. Eben einfach, weil davon auch ihre eigene Macht abgeleitet werden konnte. Man muss beim Kleinadel immer im Hinterkopf behalten, dass es keine reichen Personen waren. Sicher, diese Burg macht den Eindruck, und es ist ja nicht nur eine gewesen, sie hatten mehrere Burgen im Fichtelgebirge, die Herren von Sparnik, macht den Eindruck, dass es ein wahnsinnig kapitalstarkes Geschlecht gewesen sein muss. In Wahrheit aber leitete sich der Einfluss des Kleinadels vom Grundbesitz ab. Der Kleinadel war faktisch derjenige, dem die Ländereien gehörte, stark vereinfacht ausgedrückt, der diese Ländereien dann eben an die Gefolgsleute abgab, sie damit mehr oder weniger ausstattete oder belehnte und der dann am Ende dafür den berühmten Zehnt erhielt, also den zehnten Teil der Erträge, die auf eben jenen Grundstücken, auf jenen Fluren eingebracht werden konnte. Deswegen leitete sich die Macht und der Einfluss des Kleinadels im Fichtelgebirge immer direkt davon ab, welches Territorium, welcher Machtbereich jenen kleinadligen Familien gehörte. Und genau deswegen hatten sie natürlich ein großes Interesse daran, genau jene Machtbereiche auch erhalten zu können und sie nicht einfach der Expansion der Zollern bereitwillig zu opfern. Die Herren von Sparnik hatten genauso ihren Machteinfluss auf ihr Territorium ausgebaut. Und dabei muss man im Hinterkopf behalten, dass es in erster Linie sich damals um eine landwirtschaftliche Nutzung des Raumes handelte. Schon seit der frühesten Besiedlung des Fichtelgebirges lebten die Menschen in erster Linie von der Landwirtschaft. Die dafür notwendigen Flure wurden, wie gesagt, teilweise auch von den Kleinadligen verlehnt, beziehungsweise eben den Menschen zum Lehen gegeben. Davon haben sie dann den Zehnten bekommen, den sie sich am Ende eben dazu gebraucht haben, um damit einfach ihre Macht und ihren Einfluss zu unterstützen und auszubauen. Das Problem war nun, dass eben nicht allein diese Expansion der Zollern in den Raum Fichtelgebirge vordrang, sondern dass darüber hinaus auch große klimatische Veränderungen einsetzen. Die Region des Fichtelgebirges, der Raum Fichtelgebirge war noch nie sonderlich siedlungsfreundlich. Ganz im Gegenteil, wir haben bei uns, man merkt es ja heute, teilweise sehr menschenfeindliche Temperaturen und klimatische Verhältnisse. Es gibt ja einige, die sagen, es ist 3 Monate Winter und 9 Monate ist kalt. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber im Kern entspricht es schon einigermaßen den Tatsachen. Jedenfalls, wenn man sich die umliegenden Räume anschaut, im Bamberger Becken beispielsweise, ist es teilweise um bis zu 2 Grad wärmer als bei uns hier im Mittelgebirge. Und es führt natürlich dazu, dass der kleinste Negativtrend bei der klimatischen Entwicklung, die kleinste Kälteperiode, die einsetzte, dieses im Aufbau befindliche Wirtschaftssystem, das auf die Landwirtschaft und auf dem Kleinadel fußte, sofort in eine große Krise transportieren konnte. Genau das ist damals passiert. Im 14. Jahrhundert sanken die Temperaturen ab, die Landwirtschaft allein reichte nicht mehr aus, um die Menschen zu versorgen und damit bröckelte eben am Ende tatsächlich auch schon im Raum Fichtelgebirge selbst der Einfluss der auf eben jener Wirtschaft fußenden kleinadlichen Machtstrukturen. Immer mehr Menschen wandten sich damals neben der Landwirtschaft, die sie zur Selbstversorgung betrieben, dem produzierenden Handwerk zu. Man baute beispielsweise Flachs an. Diesen Flachs verwebte man anschließend in Heimarbeit weiter und brachte ihn anschließend in die Marktorte oder in die Städte, um damit eben mehr oder weniger eine Kapitalwirtschaft entwickeln zu können. Das Interessante ist, dass der Kleinadel diese Entwicklung nicht mitmachte, denn er fußte ja auf der Landwirtschaft und auf dem Grundbesitz, während auf der anderen Seite
die Zollern, unser Markgraftum, jene Entwicklung wunderbar förderte. Nicht umsonst entstanden genau im 14. Jahrhundert die großartigen und großen und wichtigen Städte im Fichtelgebirge. Beispielsweise erhielt Weißenstadt damals das Stadtrecht. Münchberg, Hof hat es schon ein bisschen vorher bekommen, aber es wurde dann mehrmals bestätigt. So heißen, genau dieser Wandel hin vom selbstversorgenden landwirtschaftlichen Gewerk oder weg davon hin zum produzierenden Gewerbe, zum Handwerk, dieser Wandel wurde nun von den Regenten, von den Markgrafen entsprechend unterstützt. Das führte dazu, dass das Handwerk immer mehr aufblühte. Während also die Landwirtschaft sich peu à peu rückwärts entwickelte, wuchsen überall in den kleinen Ortschaften und auch nahe den großen Städten richtiggehende Handwerkerstrukturen heraus, die sich großteils auf die Weberei konzentrierten. Denn insbesondere der Flachs war eben jene Pflanze, die mit den klimatischen Verhältnissen im Fichtelgebirge, auch wenn sie sich verschlechtert hatten, noch relativ gut zurechtkam. Dieses daraus entstandene ganz typische Handweberhäuschen, das Sie rechts sehen können, prägt den Fichtelgebirgsraum teilweise bis heute und geht in der Struktur sogar bis hinein in den Frankenwald. In Kleinschwarzenbach beispielsweise finden Sie solche Häuschen ganz genauso. Es waren keine Großgrundbesitzer, sondern es waren einfache Handweber, einfache Handwerker, die lediglich eine kleine Landwirtschaft nebenbei noch betrieben zur Selbstversorgung, die sich aber immer mehr auf die Produktion von Textilien oder eben von anderen handwerklichen Produkten konzentrierten. Und wenn ich jetzt davon rede, dass eben diese Produktion immer weiter expandierte, dann muss es natürlich auch mit einem Wachstum der Vertriebskanäle einhergehen. Genau deswegen wuchsen neben dem Handwerk, neben dem produzierenden Gewerbe auch die Städte im Fichtelgebirge immer weiter an. Hier haben Sie eine wunderschöne Darstellung von Rettwitz, dem heutigen Markt Rettwitz. Da steckt ja schon der Titel mehr oder weniger im Namen. Auch Rettwitz hatte das Marktrecht. So heißen, die Städte waren nun mit einem Mal zu eben jenen Dreh- und Angelpunkten des Wirtschaftssystems im Fichtelgebirgsraum geworden. Die Menschen versorgten sich nicht mehr selbst alleine durch ihre Landwirtschaft und gaben einen Teil der Erträge an den kleinen Adel ab, sondern sie waren mit einem Mal dazu gezwungen, die fertig produzierten Produkte in die Städte zu bringen oder eben in die Marktorte zu bringen. Nicht nur Städte hatten Marktrecht, teilweise auch kleine Dörfer. Diese Produkte mussten sie dann dort verkaufen und am Ende mussten sie eben mit dem damit eingenommenen Gewinn eben jenes zukaufen, was sie nicht mehr selbst produzieren konnten. Mit diesem Umschwung, mit diesem Weggang von der Naturalienwirtschaft hin zu einem frühen Kapitalsystem wuchs nicht allein der Einfluss des Markgraftums Brandenburg-Kulmbach in der damaligen Zeit, sondern es schmolz zugleich der Einfluss des Kleinadels dahin. Denn das kleinadelige System war in dieser neuen Struktur schlichtweg nicht mehr notwendig. Die Menschen konnten faktisch selbstständig produzieren und handeln. Man brauchte den kleinen Adel als großen Grund- und Lehensherrn nicht mehr. Insofern kam in der damaligen Zeit einerseits die Expansion der Markgrafen in den Fichtelgebirgsraum und andererseits aber eben auch der Rückgang der kleinadlichen Macht und des kleinadlichen Einflusses zusammen, der ausgelöst wurde durch die entsprechenden klimatischen Veränderungen. Das Interessante ist, dass sich selbst in den Städten nach wie vor die Landwirtschaft neben dem Handwerk halten konnte. Es kam zur Ausbildung des sogenannten Ackerbürgertums. Auf dem Urkataster aus den 1850er Jahren können Sie diese grundlegende, also eigentlich spätmittelalterliche Stadtstruktur manchmal bis heute erkennen. Hier beispielsweise habe ich Ihnen Weißenstadt mitgebracht. Ein fantastisches Beispiel für eine spätmittelalterliche Ackerbürgerstadt. Weißenstadt ist mehrmals abgebrannt, es wurde immer wieder aufgebaut. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass diese Straßenstruktur sich aus dem Hochmittelalter oder aus dem Spätmittelalter erhalten hat. Aber die grundsätzliche Form der Stadt, den grundsätzlichen Aufbau, können Sie daran wunderbar erkennen. Sie haben in der Mitte einmal groß den Marktplatz, teilweise in Form einer Straße, teilweise in Form eines großen Platzes. Und sie haben daran anschließend entweder kleinere Gassen, die abgegangen sind, oder, wie im Falle von Münchberg beispielsweise, schlichtweg eine einzelne Hausreihe, die sich links und rechts des Marktes etabliert hatte und die dann am Ende schon die große Stadt abschloss. Außen um diese Städte herum war dann teilweise eine Mauer, die meistens keine militärischen Nutzen hatte, sondern großteils tatsächlich eher auch als eine Art von Machtsymbol galt, als ein Symbol der städtischen Rechte, der städtischen Privilegien, die man nach außen hin darstellen wollte. Und sie haben eben auf der anderen Seite aber trotzdem auch
ackerbürgerliche Struktur. Und das können Sie sich hier an Weißenstadt ganz wunderbar ansehen. Die ganze Stadt ist umgeben von Scheunenreihen, die tatsächlich bis heute existieren. Und das waren die Strukturen des Ackerbürgertums. So heißen die Menschen, die in den Städten lebten und die in erster Linie sich mehr und mehr in Richtung Handel, in Richtung Kapital entwickelten, waren trotzdem auch darauf angewiesen, zur Selbstversorgung entsprechende Strukturen vorzuhalten. Da man diese Strukturen allerdings nicht unbedingt in die Stadtmitte bauen konnte, das wäre ja selten dämlich gewesen, die Schupfen auf dem Markt zu bauen und dann jedes Mal mit dem Gespann aufs Feld fahren zu müssen, hat man diese Strukturen aus der Stadt heraus verlagert. Am Ende führte natürlich auch die größere Brandgefahr dazu, dass man gerade bei den wiederaufgebauten Städten des 19. Jahrhunderts mehr und mehr dazu neigte, diese brandgefährlichen Scheunen und Schupfen aus den bewohnten Gebieten heraus an die Stadtränder zu verlagern. Und das können Sie eben hier an diesem Urkataster von, ich glaube, das müsste 1852 sein, noch ganz wunderbar erkennen. Ich habe gerade eine Frage von Barbara Tiefelder bekommen. Welche Dörfer im Fichtelgebirge hatten den Marktrecht? Da gab es tatsächlich viele. Alleine im Waldsteinraum, Sie können sich vorstellen, ja, Waldstein, Spannig, Weißdorf, Zell, Münchberg. Allein drei dieser vier Ortschaften hatten Marktrecht. Zell, Sparnig, natürlich damals noch von den Herren von Sparnig entsprechend mit etabliert. Und auch Münchberg hat damals Marktrecht im Rahmen der Stadtprivilegien bekommen. Insofern kann man davon ausgehen, dass es eigentlich im Fichtelgebirge nicht unbedingt alleine die Städte waren, die diese neue Kapitalwirtschaft vorantrieben, sondern großteils auch die kleineren sogenannten Marktflecken, die jetzt nicht unbedingt alle Privilegien einer Stadt auf sich vereinigen mussten, sondern die sich eben alleine auf diesen Dreh- und Angelpunkt, auf diesen Vertriebspunkt der Kapitalwirtschaft konzentrieren konnten. Und genau diese Entwicklung hat nun am Ende eben unseren Kleinadligen das Genick gebrochen. Ja, nicht allein schmolz ihr Einfluss aufgrund der neuen Wirtschaftsstrukturen dahin, sondern eben auch dieses Wachstum der Städte trug einen Teil dazu bei. Hier beispielsweise sehen Sie 1523 das stolze Stammschloss der Herren von Sparnig in Flammen stehen. Es würde zu weit führen, diese ganzen historischen Hintergründe zu erläutern. Dazu halte ich eigene Vorträge, die alleine gut 2 Stunden dauern. Deswegen fasse ich das ganz kurz zusammen. Die Expansion dieses neuen Systems, dieses Systems der Kapitalwirtschaft, hatte die Kleinadligen am Ende dazu gedrängt, sich einen Ausweg zu überlegen. Man hat sich also gedacht, was können wir tun, um dieser Expansion einer neuen Zeit entgegenzuwirken, um unseren eigenen Machteinfluss möglichst lange erhalten zu können. Einen offenen Krieg konnte man nicht führen, das hätten die Kleinadligen sich überhaupt nicht leisten können, weil sie weder die notwendigen Personen noch das notwendige Geld dafür gehabt hätten. Und deswegen ging man dazu über, die sogenannte Plackerei zu betreiben. Man kennt es heute großteils als Raubrittertum, was historisch gesehen der falsche Ausdruck ist. Ursprünglich nannte man diese Menschen Placker oder Heckenreiter. Es waren also Leute, die sich an den Wegen, die durch den Raum führten, auf die Lauer legten und die Handelsreisenden, die darauf unterwegs waren, überfielen. Dabei ging es sehr häufig nicht allein darum, durch das Diebesgut sich selbst zu bereichern, sondern beispielsweise konnte es tatsächlich auch darum gehen, dass man versuchte, durch diese Nadelstichtaktik die großen Handelsströme in die entsprechenden Städte und Handelszentren zu unterbrechen. Man sagte also, wenn wir die Expansion des neuen Systems aufhalten wollen, müssen wir die Warenströme kappen, denn davon leitet sich ja der Einfluss dieses neuen Netzwerkes, dieser neuen Struktur ab. Es muss jedem klar sein, dass das von Anfang an nicht funktionieren konnte, aber alleine, dass der Kleinadel es trotzdem versucht hat, zeigt, wie verzweifelt man damals gewesen ist. Ja? Am Ende hat man also darin die einzige Möglichkeit erkannt, sich gegen diese Expansion einer neuen Zeit, einer neuen Struktur auch im Fichtelgebirgsraum zur Wehr zu setzen. Genau diese Plackerei hat allerdings die Stadt Nürnberg gemeinsam mit den Zollern dazu genutzt, um daraus einen wunderbaren Vorwand zu schnitzen. Sie erinnern sich, beide, die Zollern, die damals ja, also ursprünglich tatsächlich auch Burggrafen in Nürnberg waren, noch bevor sie mit der Mark Brandenburg ausgestattet gewesen sind, hatten natürlich ein großes Interesse daran, diese Kleinadligen aus ihrem neuen Territorium zu vertreiben. Sie erinnern sich an die Karte von Spindler, die ich Ihnen dazu gezeigt habe. Wenn jetzt also plötzlich der Kleinadel damit beginnt, von selbst aus die Handlungsreisenden der Stadt Nürnberg zu attackieren und zu überfallen, dann ist es genau der Grund, aus dem heraus man sich nun zur Wehr setzen kann. Und deswegen stellte die Stadt Nürnberg damals im Jahr 1523 mit dem Schwäbischen Bund, dem sie vorstand, einem Ständebündnis des ausgehenden Mittelalters, ein übermächtiges Heer von knapp 12.000 Soldaten zusammen mit 1.000
1000 Reitern, 100 Büchsen, knapp 30 Kanonen und 900 Zentner Schwarzpulver. Schick dir dieses Heer einmal durch ganz Franken und ließ so gut wie jede Burg zerstören, deren Eigentümer sich gegen die Expansion der neuen Zeit zur Wehr gesetzt hatten, darunter auch die Burgen der Herren von Sparneck. Damit wurde am Ende aus dem kleinadligen und kleinteiligen Fichtelgebirgsraum tatsächlich ein einigermaßen zusammenhängendes und durchgehendes Machtgefüge unter zollerischer Verwaltung. Es war ein Fürstentum, ein Markgraftum entstanden. Und damit kommen wir tatsächlich in die Neuzeit. Denn genau jenes Markgraftum ob dem Gebirg können Sie auf dieser Karte hier ganz wunderbar sehen. Und ich sage es voller Stolz, dieser Plan des Prinzipatus Brandenburgico, Kulmbachensis und Bayreuth, dieser Plan gehört mir, ja, den habe ich also tatsächlich in meiner privaten Sammlung, ein wunderbares Original aus dem 18. Jahrhundert. Nach dem Ende des Kleinadels konnte demnach auch im Fichtelgebirge der Ausbau der zollerischen Herrschaft beginnen. 1437 schon hatte Markgraf Friedrich I. von Brandenburg das Fürstentum Brandenburg-Kulmbach einer ersten Verwaltungsreform unterzogen und das Herrschaftsgebiet in mehrere kleinere Hauptmannschaften unterteilt. Das Fichtelgebirge hat damals den Titel Hauptmannschaft vor dem Wald bekommen und wurde wiederum in 5 einzelne Verwaltungsämter unterteilt. Wunsiedel, Hohenberg, Tierstein, Selbkirchen, Lammitz und Weißenstadt. 1492 erhielt diese Hauptmannschaft vor dem Wald zum ersten Mal die Bezeichnung der 5 Ämter. Am Ende kam eben noch ein sechstes dazu, denn ursprünglich waren die Ämter Wunsiedel und Hohenberg miteinander vereinigt. Später hat man sie dann getrennt und somit hat man 6 Ämter erhalten. Und jetzt wissen Sie auch, warum Teile des Fichtelgebirges, und zwar der innenliegende Fichtelgebirgsraum, bis heute das 6-Ämterland heißen. Die Herrschaft der 6 Ämter, also sprich der 6 Verwaltungseinheiten, hat sich daran also ganz wunderbar bis heute erhalten. Die Geschichte der Zollern ist wahnsinnig interessant. Es gibt allerdings sehr viel größere Experten als mich, die Ihnen diese Geschichte erzählen könnten, beispielsweise meinen lieben Freund Harald Stark. Deswegen werde ich mich jetzt da nicht so rein vertiefen, denn das ist auch ein unglaublich komplexes Feld. Die waren ja alle irgendwie miteinander verheiratet, dann gab es wieder die einzelnen Linien. Wir haben gerade heute einen Film über die preußischen und fränkischen Zollern gedreht für meine kleine Serie im Bayerischen Rundfunk und allein mich da reinzuarbeiten hat mir schon gereicht. Deswegen gehen wir jetzt nicht unbedingt auf die einzelnen Erbschaften und auf die einzelnen Entwicklungen ein, sondern schauen uns einfach eines dieser Ämter, die sich damals im Fichtelgebirge etabliert hat, noch einmal auf einer wunderbaren Karte an. Hier sehen Sie das Oberamt Stockenroth. Ursprünglich wurden diese Oberämter eben dazu genutzt, um dieses neue Territorium auf einer Art von, man könnte es mit Landkreisen einigermaßen vergleichen, ja, auf einer regionalen Ebene zu unterteilen. Und hier sehen Sie eben auf einer wunderbaren Karte einmal beispielsweise das Oberamt Stockenroth, zu dem eben damals auch die Stadt Münchberg sowie die Dörfer Zell, Sparnig und Weißdorf gehörten. Dieses Oberamt Stockenroth ist deswegen so interessant, weil am Ende eben in diesem Oberamt Stockenroth im dortigen Amtshaus tatsächlich auch der Markgraf damals den Vertrag mit dem Gesandten des Schwedenkönigs unterschrieb, um auf der Seite der Protestanten im Dreißigjährigen Krieg aktiv zu werden. Ja, also Sie sehen schon, da hat sich wirklich auch große Geschichte in unserem Fichtelgebirgsraum abgespielt. Eine Frage hat mich gerade erreicht. Ich Sie entschuldigen, wenn ich immer mal ein wenig runter gucke, aber ich muss mein Handy im Blick behalten, wo mir die Barbara Tierfelder die Fragen von Ihnen weiterleitet. Ist das Fichtelgebirge doch mit dem 6-Ämterland identisch? Ich würde sagen, nein. Das 6-Ämterland ist ein Teil, ein großer Teil des Fichtelgebirgsraumes. Aber wir haben ja vorhin gesehen, je nachdem, welche Identifizierung und welche Begriffe ich anwende, kann ich tatsächlich den Raum Fichtelgebirge noch sehr viel weiter fassen. Und da bitte ich einfach auch um ein kleines bisschen Geduld. Wir werden uns nämlich gleich noch ein bisschen genauer auch mit dieser weiterführenden Entwicklung des Fichtelgebirges beschäftigen. Also insofern, 6-Ämterland gehört zum Fichtelgebirge dazu. Man könnte sagen, es ist ein großer Teil des Fichtelgebirges. Aber identisch mit dem Fichtelgebirgsraum würde ich sagen, ist das 6-Ämterland nicht. Es gehört dazu, aber eben auch andere Räume. Im Rahmen dieser neuen zollerischen Herrschaft, im Rahmen dieses neuen Markgraftums Brandenburg-Kulmbach, später Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, hat sich jetzt natürlich auch
in dem Raum Fichtelgebirge einiges getan. Es kam zu groß angelegten Wirtschaftsreformen. Und das ist jetzt das Interessante. Diese wirtschaftliche Entwicklung, die wir im Fichtelgebirge nachweisen können, die hätte es, wage ich zu behaupten, unter einer kleinadligen Herrschaft in dieser Form nicht gehen können. Denn was jetzt, nachdem die neuen Machthaber quasi das Territorium für sich in Anspruch genommen haben, im Fichtelgebirgsraum passiert, ist unglaublich. Allein im 18. Jahrhundert kommt es zu mehreren, man könnte sagen, Wirtschaftsrevolutionen in gewisser Hinsicht. Einerseits, und diese Karte wird meinem Freund Harald Steig sehr bekannt vorkommen, denn die habe ich dankenswerterweise von ihm erhalten, stammt aus dem Staatsarchiv in Bamberg. Einerseits beginnt der Bergbau noch einmal neu zu florieren. Sie erinnern sich an den Anfang dieses Vortrages. Wir haben darüber gesprochen, dass gerade auch der Reichtum des Fichtelgebirges an Erzen, an Edelmetallen, an Bodenschätzen schon immer wahnsinnig wichtig war, auch für die Selbstwahrnehmung der Region oder des Raumes. Jetzt im 18. Jahrhundert beginnt eben jener Bergbau noch einmal neu zu florieren. Der Bergbau selber gehört dem Fichtelgebirge eigentlich schon seit Anbeginn dazu. Seit dem 12. Jahrhundert sind Bergbautätigkeiten nachweisbar. Später wurde dann eben seit 1363 auch Gold abgebaut, wobei eben da natürlich insbesondere solche Städte wie Goldkronach, das ja danach benannt ist, in den Fokus rücken. Diese erste Blütezeit des Bergbaus im Fichtelgebirge hatte bis ins 16. Jahrhundert hineingereicht und war von immenser wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. Allerdings war eben durch den 30-jährigen Krieg und auch durch verschiedene Probleme bei den Bergbautechniken dieser große Wirtschaftszweig anschließend stark in der Bedeutung zurückgegangen. Erst im 18. Jahrhundert, und da befinden wir uns mittlerweile schon, fand unter anderem unter Johann Georg Ullmann der moderne Bergbau im Fichtelgebirge statt und hat damit eben auch diesem Wirtschaftszweig zu einer immensen neuen Blüte verholfen. Ullmann hat unter anderem diese absolut fantastischen Karten angelegt, die Sie hier sehen können. Hier beispielsweise erkennen Sie Gottes Güt und Treu, ein Alaunbergwerk in der Nähe von Reinersreuth, das heißt also etwas außerhalb von Zell gelegen. Und Sie erkennen daran auch, dass diese Strukturen keineswegs klein waren. Wenn wir vom Bergbau im Fichtelgebirge sprechen, und das sage ich Ihnen deswegen, weil ich es tatsächlich bislang auch immer getan habe, dann gehen wir meistens davon aus, dass das kleine Aktionen waren. Ja, da sind die Menschen mal in den Wald gegangen und haben am Ende eben geguckt, ob sie irgendwo beim Buddeln was finden. Dem war nichts so. Es waren wirklich groß angelegte Strukturen, wie Sie hier erkennen können, mit mehreren Pingen, also oberirdischen Abbaumöglichkeiten, mit mehreren Stollen, die in den Berg oder in die Berge hineingetrieben wurden. Und am Ende hat eben der Bergbau tatsächlich dadurch auch eine immense wirtschaftliche Bedeutung erlebt, die gerade im 18. Jahrhundert ihn noch einmal als eine der wichtigsten Wirtschaftsstrukturen überhaupt im Fichtelgebirgsraum hat werden lassen. Unter anderem eben auch, als in den 1790er Jahren unter der preußischen Interimsregierung niemand Geringeres als Alexander von Humboldt ins Fichtelgebirge kam und mit komplett neuen, modernen Methoden den Bergbau noch einmal auf eine neue Basis, auf ein neues Fundament gestellt hat. Aber es ist nicht allein der Bergbau, der im 18. Jahrhundert unter diesen neuen Einflüssen der Herrschaft floriert, sondern es sind eben auch die Handwerker. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Durch die Abkehr von der selbstversorgenden Landwirtschaft und die Hinwendung zum produzierenden Gewerbe ist es jetzt natürlich auch immer notwendiger geworden, dass diese Handwerkstrukturen wachsen. Denn am Ende ist es im Kapitalsystem, und es ist bis heute so, unbedingt notwendig, dass eine Expansion stattfindet, dass also ein Gewinn erwirtschaftet wird. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass beispielsweise unsere kleinen Handweber, die wir im Fichtelgebirge hatten, früher oder später feststellen mussten, dass der lokale und sogar der regionale Raum, also quasi die direkte Nachbarschaft, nicht mehr reichten, um ihre Produkte abzusetzen. Das Fichtelgebirge selber war faktisch gesättigt, was das Angebot an Textilien betraf. Und genau deswegen musste sich nun auch die Weberei revolutionieren. 1414 hat Burggraf Johann von Nürnberg zum ersten Mal die Baumwolle eingeführt, um dadurch am Ende eben von der Flachsweberei wegzukommen. Denn er hat erkannt, und das ist eben was die kleinadlige Struktur in meinen Augen nicht gekonnt hätte, er hat erkannt, dass der Raum importieren und exportieren muss, um am Ende tatsächlich auch nach innen stärker wachsen zu können. Deswegen ließ er fortan den Flachs mehr oder weniger links liegen und sagte zu den Leuten, verwebt Baumwolle.
Diese Baumwolle konnte man natürlich nicht direkt im Fichtelgebirge anpflanzen, sondern importierte sie aus Asien, Indien und Afrika über Nürnberg, was sich schnell zu einem der großen Handelszentren entwickelte, und verschaffte sie von dort aus weiter in den Fichtelgebirgsraum. Natürlich konnte sich nun nicht jeder Handweber es leisten, einmal in der Woche oder nur einmal im Monat nach Nürnberg zu pilgern, um dort die unglaublich teure Baumwolle einzukaufen. Und deswegen etablierte sich relativ schnell ein System aus Zwischenstrukturen. Man nennt dieses System den Verlag. Die Verleger waren Menschen, die fortan die Baumwolle aus Nürnberg importierten und sie im Raum des Fichtelgebirges an Handweber weitergaben. Die Handweber waren demnach keine eigenständigen Handwerker mehr, sondern sie waren in gewisser Hinsicht Lohnarbeiter. Denn die Verleger haben nicht allein die Baumwolle an sie weitergegeben, sondern auch die Produkte vorgegeben, die die Weber herstellen sollten. Anfangs waren das sogenannte Stauchen, das heißt also Tücher, die man am Stück färbte. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, also genau in jener Zeit, in der wir uns gerade befinden, bei unserer kleinen historischen Betrachtung, waren es mehr und mehr sogenannte Tüchlein. Das sind unglaublich aufwendige Waren, die man durch die sogenannte Buntweberei herstellte. Man färbte also die fertigen Stücke nicht mehr einmal am Ende komplett, was relativ langweilig natürlich war, das war dann unisono, sondern man färbte die Garne und verwob sie anschließend, wodurch wunderbare Muster herstellbar wurden. Was Sie hier sehen, ist ein tolles Beispiel dafür. Das ist eine sogenannte Jacquard-Weberei. Jacquard hat sich damals erst im 19. Jahrhundert bei uns verbreitet. Die Franken unter Ihnen kennen das natürlich nicht als Jacquard, sondern als Jacquard. Ja, wir wissen ja, dass wir bei uns keine harten Konsonanten haben, außer da, wo überhaupt keiner sind. Deswegen nennt man das bei uns auch nicht Jacquard, sondern Jacquard. Und diese Jacquard-Weberei ist quasi die höchste Stufe der Buntweberei gewesen. Dabei konnte man mit Hilfe der sogenannten Einzelfadensteuerung wahnsinnig tolle und aufwendige Muster herstellen, wie Sie eben hier eines als Beispiel sehen können. Diese Verleger waren fortan also das Zentrum eines neuen Systems von Produzenten. Fortan gingen die Handweber zu den Verlegern, holten sich von denen die Baumwolle und den sogenannten Zettel, das heißt also den Auftrag ab, gingen nach Hause und stellten dort das Produkt her, das sie anschließend, und das ist ganz wichtig, an die Verleger zurückgaben, die es im nächsten und finalen Schritt auf die großen Messen im fränkischen Raum vertrieben. Das führt dazu, dass das Fichtelgebirge nach außen hin expandierte. Das ist eine unglaublich spannende Entwicklung. Der Raum öffnet sich demnach nach außen. Man geht dazu über, Rohstoffe zu importieren und fertige Produkte zu exportieren. Und das ist eben das, was ohne diese Verleger und ohne die Förderung dieses Verlagssystems durch die Zollern und auch insbesondere durch die preußischen Regenten, Hardenberg hat es ganz fantastisch gemacht, nicht möglich gewesen wäre. Denn ohne die Verleger wäre der kleine Handweber nicht dazu in der Lage gewesen, sein Produkt beispielsweise nach Würzburg zu bringen oder nach Bamberg. Jetzt aber, durch diese Trennung von Produktion und Vertrieb, ist es mit einem Mal möglich geworden, aus dem Fichtelgebirge heraus die großen Messen in Frankfurt, in Leipzig zu bedienen, in Nürnberg etc. pp. Das heißt, der Raum wächst nach außen, er wird durchlässiger in gewisser Hinsicht. Ja? Er ist nicht mehr dieses kleine, lokale Flickerteppich, sondern er ist am Ende eine Art von Wirtschaftsstruktur, die eben insbesondere durch einige wenige auch mit den umliegenden Räumen in Kontakt tritt. Und was Sie hier sehen können, ist ein Beispiel, wie umfassend ein solcher Verlagsraum gewesen ist. Das ist natürlich jetzt deswegen auch so ausführlich, weil ich genau darüber meine Dissertation geschrieben habe. Zwar nur am Rande, bei mir geht es eigentlich eher um die Mechanisierung, aber natürlich gehört da auch der Verlag als Vorstufe der der Hochindustrialisierung dazu. Und hier sehen Sie mal ganz wunderbar, wie so ein typisches Verlegernetz ausgesehen hat. Sie haben im Zentrum die Stadt, in diesem Falle Münchberg, denn dort saßen die Verleger. Hier in unserem Beispiel ist es das Verlagshaus Johann Georg Stöckel, das damals seit den 1780er Jahren tätig war. Stöckel war einer der reichsten Menschen von Münchberg, der sich auch ein entsprechend prunkvolles Haus, eine Art Stadtpalais, hat bauen lassen. Und diese ganzen blauen Punkte, die Sie außenrum sehen, das sind die Ortschaften, in denen die Handweber dieses Verlegers Johann Georg Stöckel saßen. Insgesamt, und das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, hatte allein dieser eine Verleger an die 100 Menschen, die für ihn arbeiteten und die, wie Sie sich hier anschauen können, im umliegenden Raum ansässig waren.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass im Rahmen dieses Verlagswesens in der Weberei sich tatsächlich kleinere Räume im Fichtelgebirge etablieren konnten. Und zwar in erster Linie Räume rund um die Städte. Hier beispielsweise könnte man von einem Verlagsraum sprechen. Ja? Das ist jetzt der Verlagsraum von Stöckel. Es gab jetzt natürlich nicht nur diesen einen Verleger, alleine Münchberg hatte zu Glanzzeiten 30 dieser Personen vorzuweisen, was sie schon ein Stück weit auch in die Richtung führt, in die ich möchte. Denn Textilwirtschaft, Textilproduktion war im 18. Jahrhundert kein kleines Handwerk mehr, sondern es war längst zu einer Art von Protoindustrie geworden. Da wurden immense Umsätze gemacht. Karl August Freiherr von Hardenberg, der damalige Quasi-König im Fürstentum Bayreuth, als es unter preußischer Regierung stand, hat demnach eben auch vollkommen zu Recht festgestellt, dass neben dem Bergbau insbesondere die Textilproduktion dasjenige Mittel ist, um Geld zu machen. Denn darauf kann ich Steuern erheben, ja, das muss ich fördern, um es am Ende eben auch wachsen zu lassen. Und das Ganze erklärt, warum wir tatsächlich bis heute, wenn wir vom Fichtelgebirge reden, auch immer ein Stück weit von Industrie beziehungsweise von Handwerk und Industrie sprechen müssen. Denn der Raum, den wir heute untersuchen, hat sich am Ende eben tatsächlich auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Prägung entwickelt. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Kapitel, das wir uns heute anschauen wollen, zur Industrialisierung. Wenn ein Raum wie das Fichtelgebirge immer weiter expandieren will, beziehungsweise ein immer deutlicheres Gewicht auf die wirtschaftliche Produktion legt, was am Ende ja, wie gesagt, von allen Regenten und Herrschenden vorangetrieben worden ist, dann muss natürlich dieses System auch am Laufen gehalten werden. Und dabei ist die große Problematik, dass das Fichtelgebirge oder das Nordostoberfranken nicht der einzige Raum war, der Textil herstellte. Es gab mächtige Konkurrenten, beispielsweise Sachsen oder auch England. In England hatte sich damals in eben jener Zeit, über die wir gerade sprechen, also in der späten Hälfte, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, schon langsam die Dampfkraft durchgesetzt. Das heißt, im Vergleich oder in der direkten Konkurrenz zum weiterhin handwerklich strukturierten Fichtelgebirgsraum hatte England einen immensen Wettbewerbsvorteil. Und diesen Wettbewerbsvorteil musste nun natürlich das Fichtelgebirge in irgendeiner Art und Weise wettmachen. Problem war, während die Engländer auf Dampfkraft setzen konnten, hatten wir bei uns im Raum relativ wenig nutzbare Energie. Ich habe Ihnen hier mal eine ganz spannende Karte mitgebracht aus den 1920er Jahren, die dieses Problem wunderbar zeigt. Es ist eine theoretische Kraftleistung, die dargestellt ist, der größeren bayerischen Flüsse. Und was erkennen Sie, wenn Sie sich im Norden umschauen, das heißt im Nordosten, also dort, wo wir sind? Es gibt alleine den Main. Ja, aber in unserem Raum, im Fichtelgebirge, sind da nicht mal Flüsse eingezeichnet. Das heißt, eben jene großen Adern, die Saale, die Eger, die Naab und der Main, die noch im ausgehenden Mittelalter und auch in der Fürstenzeit dazu genutzt worden sind, um darüber den Machtanspruch der Zollern darzustellen, um die Bedeutung des Raums Fichtelgebirge nach außen zu tragen, eben jene Flüsse reichten nicht aus, um diese Industrialisierung voranzubringen. Denn ihre Fließgeschwindigkeit konnte zwar hin und wieder Mühlen antreiben, aber für eine groß angelegte industrielle Produktion, wie sie notwendig gewesen wäre, um am Ende mit England und Sachsen konkurrieren zu können, reichte die Kraft, die sie liefern konnten, einfach nicht aus. Und genau deswegen hat man sich im Fichtelgebirge Anfang oder beziehungsweise in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts mit einer unglaublich spannenden Idee getragen. Man muss immer davon ausgehen, die Menschen der Vergangenheit waren nicht dumm. Das ist ein Fehler, den wir ganz häufig machen. Wir schauen uns an, was früher war und gehen davon aus, das war alles schlechter. Ja, die Menschen wussten noch nicht so viel wie wir, sie waren technologisch noch nicht so weit wie wir, also muss es schlechter gewesen sein. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Teilweise sind damals Ideen aufgekommen, wo wir heute die Ohren anlegen würden. Und eine dieser Ideen war die Erschließung des Fichtelgebirges durch eine Eisenbahn. Schon in den 1830er Jahren hatte man sich das erste Mal mit dem Gedanken getragen, Kohle in das Fichtelgebirge zu importieren. Warum? Wenn ich die Kohle hatte und die Technik aus England, die man teilweise abgekupfert, teilweise offiziell gekauft hat, dann könnte man auch bei uns in einem von Wasserkraft nicht unbedingt umfassenden Raum tatsächlich eine Mechanisierung, eine Industrialisierung voranbringen. Und diese Planungen sind deswegen so spannend, weil es damals in den 1830er und 1840er Jahren einen richtig gehenden Run darum gab, welche Stadt und welcher Ort an diese erste Eisenbahn angeschlossen werden sollte.
Sie wissen vielleicht, dass die erste Eisenbahn auf deutschem Boden 1835 zwischen Nürnberg und Fürth verkehrte. Ludwig I., damals Regent der Wittelsbacher im Königreich Bayern, war nicht unbedingt ein Freund der Eisenbahn. Er wollte eher den Kanal vorantreiben. Der Ludwig-Main-Donau-Kanal ist deswegen eines der wichtigsten Projekte gewesen. Trotzdem ließ er eine, oder stimmte er zu, in Nürnberg eine entsprechende Gesellschaft gründen zu lassen. Ja, das haben also Nürnberger Bürger selbst gemacht und mit Hilfe von Anteilsscheinen den Bau einer Eisenbahn zu finanzieren, eben des berühmten Adlers zwischen Nürnberg und Fürth. Diese Eisenbahn war dermaßen erfolgreich, dass sich die Dividende, die diese Anteilsscheine ausschütten konnten, immens entwickelte. Und das hat am Ende natürlich auch dazu beigetragen, dass schlussendlich Ludwig I. dazu überging zu sagen, gut, ich mag zwar selbst kein Freund der Eisenbahn sein, aber ich sehe ein, es ist eine notwendige Entwicklung, um diesen Wirtschaftsraum Bayern am Ende eben auch weiter nach vorne bringen zu können. Und deswegen plante man ab 1837 mit dem Bau einer Eisenbahnstrecke, die das gesamte Königreich Bayern von Süden nach Norden einmal durchqueren sollte. Einer sogenannten Magistralverbindung, der berühmten Ludwig-Süd-Nordbahn. Das bedeutendste Bauwerk dieser Strecke ist die schiefe Ebene, die Sie bis heute kennen, wenn Sie auf der A9 runterfahren. Läuft sie ein Stück weit rechts von Ihnen einmal mit. Zwischen Mike Scheugast und Himmelkron kann man sie, kurz vor Himmelkron kann man sie am besten sehen. Diese schiefe Ebene ist ein Wunderwerk der Ingenieurskunst und war deswegen notwendig, weil man diese Magistrale unbedingt auf das Fichtelgebirge bauen wollte. Warum? Man hatte damals vorgegeben, dass ein Anschluss dieser Linie nach Sachsen möglich sein muss. In Sachsen hatte das, was Bayern brauchte, die Steinkohle, die man anschließend über die Bahn importieren wollte. Und sobald bekannt war, dass dieser Lückenschluss nach Sachsen erfolgen musste, war man natürlich sofort bei uns im Raum, hier im Fichtelgebirge, nordostoberfränkischen Raum, sofort davon überzeugt, diese Eisenbahn muss an uns vorbeigebaut werden. Und deswegen schlossen sich die Städte zu großen Interessensvertretungen zusammen. Die wichtigsten: Kulmbach, Münchberg und Hof. Die haben sich damals dafür eingesetzt, dass die Bahn nicht wie ursprünglich geplant direkt nach Norden abzwackte, also quasi in Richtung Coburg-Kronach in diesen Raum da drauf, sondern dass die Bahn über Hof führen sollte. Und der Grund, warum man das tat, war ganz fantastisch. Der damalige Stadtschreiber von Münchberg, Karl Zapf, sagte es folgendermaßen. Er sagte, Kronach und Coburg leben von der Landwirtschaft und damit sind sie gut bedient. Die brauchen die Eisenbahn nicht. Wir aber, diejenigen, die sich auf die Industrie berufen, und mit Industrie meinte er nicht Fabriken, sondern eben wirklich ein protoindustrielles System. Das heißt, Weberei, erste Bierbrauerei, Bergbau etc. pp. Wir brauchen die Kohle, denn wir brauchen die Maschinen. Das heißt, wenn diese Ludwig-Süd-Nordbahn der Industrie von Bayern zugutekommen soll, dann muss sie durch uns in den Raum führen. Und am Ende hatten die Menschen tatsächlich Erfolg. Die Eisenbahnstrecke wurde 1848 fertiggestellt und sie verlief an Münchberg vorbei über Hof. Schon gut 3 Jahre später, 1851, andere Quellen sprechen von 1849, man kann es noch nicht genau festlegen, lief in Hof die erste Dampfmaschine des nordostoberfränkischen Raumes in einer Abritur, das heißt in einem textilveredelnden Betrieb. Damit begann auch bei uns das, was man gemeinhin als industrielle Revolution kennt. Also ich bezeichne es lieber als die Hochindustrialisierung. Die Abkehr von der händischen und die Hinwendung zur mechanischen Produktion. Die goldene Epoche, die Ära der rauchenden Schlote. 1851 bzw. in den 1850er Jahren schossen die ersten Großbetriebe des Fichtelgebirgsraums aus dem Boden. Insbesondere die großen Spinnereien in Bayreuth, Kulmbach und Hof verdienen da alle Anerkennung. Sie wurden im Übrigen nicht von großen Investoren gegründet, sondern von lokalen Unternehmern, die sich zu Aktiengesellschaften zusammengeschlossen haben, um dadurch das Kapital aufbringen zu können und die nun mit Hilfe der aus Sachsen importierten Kohle endlich Maschinen einsetzen konnten. Große Problem dabei war nun, dass während der Außenrand des Fichtelgebirgsraumes durch die Ludwig-Süd-Nordbahn wunderbar erschlossen wurde und in Hof, Kulmbach und Bayreuth die ersten großen Betriebe aus dem Boden schossen, dass Innere des Fichtelgebirges davon ausgeschlossen war. Denn die Bahn fuhr zwar am Fichtelgebirge vorbei, aber sie durchquerte es eben nicht. Und genau deswegen wurden nun knapp 10 Jahre oder 12 Jahre nach dem Bau der Ludwig-Süd-Nordbahn erste Stimmen laut, die sagten, auch das Innere des Fichtelgebirges muss von einer Bahn erschlossen werden.
Das Projekt der daraus abgeleiteten Fichtelgebirgsbahn ist bis heute unglaublich. Ich habe mich im Rahmen der Promotion sehr intensiv damit beschäftigt. Keine Angst, ich langweile Sie jetzt nicht mit allzu vielen Details, aber es ist Wahnsinn, was die Menschen des Fichtelgebirgsraums damals an Ideen hatten, um mehr oder weniger teilzuhaben an dieser neuen Entwicklung. Natürlich sah man in Wunsiedel oder sah in Hohenberg bei der Porzellanproduktion, wie toll es ist, wenn man mechanische Apparaturen einsetzen kann. Und umso trauriger oder umso wütender war man, dass man selbst eben diese wichtige Energiequelle der Kohle nicht so einfach in den Raum transportieren konnte, wie jetzt beispielsweise die Textilproduzenten in Hofmünchberg und Bayreuth. Und deswegen wurden eben die Planungen und die Stimmen laut, dass man auch das Fichtelgebirge mit einer Eisenbahn erschließen muss. Das Problem dabei war, dass man in der damaligen Zeit im Königreich Bayern immer vom sogenannten Weltverkehr träumte. Man hat also gesagt, wir bauen keine kleinen Nebenstrecken, sondern wenn, dann müssen es große Magistralen sein, die am Ende nicht nur den Räumen vor Ort dienen, sondern eben am Ende auch den Weltverkehr, den Kontinentalverkehr, könnte man sagen, entsprechend unterstützen. Nicht umsonst wurde damals von Hof auch der Plan vorangetrieben, zwei immens wichtige Projekte in die Tat umzusetzen, nämlich einmal die Fichtelgebirgsbahn und einmal die sogenannte Frankenwaldbahn. Die entsprechende Planung sehen Sie hier auf der Karte auf der linken Seite. Man wollte damals, ausgehend von dem Raum Hof, quasi zwei neue Linien bauen. Einmal in Richtung Süden, einmal in Richtung Norden. Dann hat man zeitgleich eine Stichbahn gebaut auf eigene Kosten nach Eger, die sogenannte böhmische Kohlenbahn. Und man hatte die Ludwigs-Süd-Nordbahn. Diese Planungen hätten aus Nordostoberfranken ein europäisches Verkehrszentrum gemacht. Und das sage ich Ihnen in dieser Deutlichkeit, weil es die Menschen, die damals da dahinter standen, genauso wollten. Karl Kolb, der Direktor der damaligen Baumwollspinnerei in Bayreuth, hat mehr oder weniger deutlich gesagt, Bayreuth muss zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Verkehrs werden. Und dazu wollte er eben am Ende auch, dass diese Fichtelgebirgsbahn gebaut wird, weil er darin eben den wichtigsten Punkt erkannte, um Bayreuth mehr oder weniger den Weg zum Weltverkehrszentrum zu ermöglichen. Ich muss an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, Bayreuth selber, das habe ich vorhin ein bisschen missverständlich ausgedrückt, hatte nicht direkten Anschluss an die Ludwigs-Süd-Nordbahn erhalten. Sie führte leider ein bisschen an der Stadt vorbei. Deswegen ließen die Bayreuther dann auf eigene Kosten eben eine Verbindungsstrecke bauen, sodass dann auch in Bayreuth die große Spinnerei errichtet werden konnte. Diese Planungen der Fichtelgebirgs- und der Frankenwaldbahn sind unglaublich interessant. Sie sehen auf der Karte auf der rechten Seite, die aus dem Münchberger Stadtarchiv stammt, einmal, welche Hintergedanken da dabei waren. Ja, wenn Sie das erkennen, in der Mitte ist Bayreuth zu sehen. Und von Bayreuth aus wollte man nun also tatsächlich den gesamten nordoberfränkischen Raum erschließen. Ja. Damit rückte Bayreuth natürlich auch ein bisschen in die Konkurrenz zu Hof. Denn die Hofer haben natürlich genau den gleichen Plan gehabt. Sie wollten gerne das Verkehrszentrum werden oder aber das Verkehrszentrum bleiben, das sie durch die Ludwig-Süd-Nordbahn geworden sind. Insofern fand nun ein richtig gehender Wettbewerb statt zwischen den beiden großen Städten, zwischen Bayreuth auf der einen Seite und Hof auf der anderen. Bayreuth trat dafür ein, das Fichtelgebirge von dieser Stadt aus, also sprich von Bayreuth aus, zu erschließen. Die Planungen dafür sind relativ detailliert vorhanden. Ich habe Ihnen hier einmal eine Übersichtskarte für die Fichtelgebirgsbahn mitgebracht. Von Bayreuth aus sollte sie also über Goldkronach und Berneck nach Gefrees führen. Dort, und das ist ganz wichtig, nach Münchberg abknicken. Deswegen waren natürlich auch die Münchberger hellauf begeistert von den Bayreuther Plänen, weil sie sagten, ja, darüber können wir zu einem kleineren Verkehrszentrum werden. Bayreuth soll den Weltverkehr haben, aber wir hätten ja dann auch Anschluss an schon mal zwei Bahnen, an die Ludwig-Süd-Nordbahn und an die Fichtelgebirgsbahn. Und wenn wir dann noch die Frankenwaldbahn über Helmbrechts nach Selbitz bauen, dann sind wir eine Art von regionalem Verkehrszentrum. Und von Weißenstadt aus sollte die Bahn dann eben weitergehen über Wunsiedel, Arzberg bis nach Eger. Diese Fichtelgebirgsbahn hätte dem Raum einen immensen Wohlstand gebracht, da bin ich mir sicher. Denn man kann nachweisen, das haben verschiedene Wissenschaftler und Forscher, unter anderem eben Fritz Vogt, ganz wunderbar dargestellt, man kann nachweisen, dass im Bugwasser der Erschließung durch die Bahn auch immer die Industrialisierung einsetzte. Das heißt, sobald ein Ort oder eine Stadt Anschluss an die Eisenbahn hatte, kam es innerhalb der nächsten gut 10 Jahren zu einer Art von Take-off, ja, zu einem immensen Wachstum der Wirtschaft, zu einem immensen Wachstum der Industrie. Dummerweise fanden diese Planungen, wie Sie sie hier sehen, nicht unbedingt große Freude. Ja? Unter anderem Hof war natürlich strikt dagegen, weil sie sagten, wir hätten von dieser Fichtelgebirgsbahn überhaupt nichts. Das heißt, also wenn, dann muss der Raum von uns aus erschlossen werden, damit wir das Verkehrszentrum bleiben.
Und es fand tatsächlich ein mehrere Jahre dauernder Prozess statt. Ja, man hat sich ausgetauscht, man hat gegenseitig Argumente sich um die Ohren geworfen. Und am Ende hat Bayreuth eines ganz klar gemacht, und das finde ich ganz fantastisch. Fritz Kolb, Karl Kolb, der vorhin erwähnte Vorstand der Baumwollspinnerei in Bayreuth, sagte, das industrielle Fichtelgebirge kann alleine der Raum sein, der von Bayreuth aus erschlossen wird. Und das ist deswegen so interessant, weil er quasi in der Tradition des Markgrafen Christian Ernst, der sich als Herrscher über die vier Flüsse darstellte, nun auch selbst sagte, wenn wir vom Fichtelgebirge sprechen, als einem Industrieraum, dann gehört Bayreuth da dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Bayreuth aus das Fichtelgebirge als Industrieraum erschließen. Und das ist eine Entwicklung, die ich wahnsinnig spannend finde, weil es eben zeigt, dass diese Raumkonzeption nicht stehen bleibt. Wir können jetzt mittlerweile nicht mehr vom Fürstentum reden, der sich quasi weiterentwickelt, sondern jetzt entsteht ein neuer Raum Fichtelgebirge mit neuen Grenzen, mit neuen Zuschnitten, eben ein Industrieraum Fichtelgebirge. Sie wissen alle, die Fichtelgebirgsbahn in dieser Größenordnung wurde leider nie gebaut. Es kam am Ende zu einer anderen Planung über Kirchenlaibach wurde quasi der Raum erschlossen. Wunsiedel erhielt eine Haltestelle, damit war man zufrieden in Hohlenbrunn. Am Ende wurde von dort aus eine Stichbahn in die Stadt gebaut, damit hatte wenigstens Wunsiedel Anschluss. Aber diese groß angelegte Planung, den gesamten Raum mit einer Magistrale zu verknüpfen, die hat leider nie stattgefunden. Stattdessen wurde in den 1880er Jahren wenigstens damit begonnen, kleine Stichbahnen zu bauen, sodass am Ende aus so gut wie jeder Richtung eine kleine Lokalbahn oder eine sogenannte Vizinalbahnstrecke ins Fichtelgebirge führte. Diese kleinen Bahnstrecken konnten aber natürlich nicht mit dem Verkehrsaufkommen mithalten, das diese Magistrale geboten hätte, die Sie hier auf der Karte sehen. Insofern muss man ganz offen sagen, da hat man leider nicht seitens des Raumes, sondern seitens der damaligen Regierung, die diese Pläne einfach als zu teuer abgetan hat, eine immens wichtige Entwicklung verschlafen. Hätte es die Fichtelgebirgsbahn jemals gegeben, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das Fichtelgebirge sich noch stärker zu einem Industrieraum hätte mausern können. So war man eben darauf angewiesen, dass die kleinen laufenden Entwicklungen vorangingen. Und genau diese Entwicklungen, die quasi jetzt trotz des fehlenden Bahnanschlusses im Fichtelgebirge eingesetzt haben, die, wie ich Ihnen jetzt zum Schluss unseres Vortrages, ich will Sie auch nicht so lange aufhalten, noch einmal ganz kurz darstellen. Es dauert nicht mehr lange, keine Angst. Wir schauen uns noch einmal kurz an, wie sich eine Stadt entwickeln kann, sobald die Industrialisierung bei ihr einsetzt. Und das machen wir am Beispiel von Münchberg. Ja. Hier sehen Sie rot markiert den ursprünglichen mittelalterlichen Stadtkern. Und Sie können ganz wunderbar das sehen, was ich Ihnen vorhin bei Weißenstadt schon skizziert habe. Einen großen Marktplatz, die heutige Ludwigstraße, links und rechts davon die Häusereien, umgeben von einer Stadtmauer. Das war die Stadt im Mittelalter. Im Rahmen der protoindustriellen und frühindustriellen Entwicklung, das heißt also im Rahmen eben jener Verlagsstrukturen, die wir uns vorhin angeschaut haben, wuchs diese Stadt nun an. Das ist das, was Sie hier blau markiert sehen. Die Stadt wuchs quasi ausgehend vom Altstadtkern in die Umgebung aus. 1848 erhielt Münchberg, anders als Wunsiedel oder Weißenstadt, also als der Innenraum des Fichtelgebirges, Anschluss an die Ludwig-Süd-Nord-Bahn. Das sehen Sie unten, am Ende dieser blauen Linie wird der Bahnhof errichtet. Damit zieht sich natürlich die Stadt auch weiter in diesen Bahnhof hinein. Das heißt also, die Bahnhöfe wurden meistens etwas außerhalb der Städte gebaut oder der Märkte oder der Dörfer. Und anschließend ist das Dorf richtiggehend zum Bahnhof hingewachsen. Das kann man auch an Zell oder an Weißdorf oder an Spannig ganz wunderbar sehen. Hier in Münchberg also wächst nun auch die Stadt in Richtung des Bahnhofes. Und nachdem eben über den Eisenbahnbau die Kohle aus Sachsen importiert werden konnte, wächst die Stadt jetzt noch einmal immens an. 1868 eröffnet der erste Großbetrieb, die Färberei Knab und Lienhardt, die erste Fabrik, die auf Dampfkraft setzt. In den 1880er Jahren ist die technische Entwicklung so weit, dass man nun auch die Handweberei Stück für Stück durch mechanische Apparaturen ersetzen kann. Deswegen wachsen nun in Münchberg ab 1883 die ersten Fabrikviertel. Das heißt, es gibt erste mechanische Fabriken, die sich jetzt wiederum an den Außenrand der Stadt ansortieren. Das können Sie hier auf der grünen Karte wunderbar sehen. Insofern kann man sagen, dass im Laufe der Entwicklung nicht allein der Raum gewachsen ist, sondern auch die Städte und die Dörfer, die sich in diesem Raum befunden haben. Das Interessante ist im Übrigen, dass
die späte Mechanisierung beispielsweise in der Weberei keineswegs mit einer Rückständigkeit vergleichbar ist. Ich habe das ganz oft gelesen, das Fichtelgebirge war ein industriell rückständiger Raum, weil in anderen Räumen schon sehr viel früher mechanische Apparaturen im Einsatz waren. Blödsinn. Ja? Bei uns konnte man die immense Kompetenz der Handwerker einfach in jener Zeit noch nicht durch adäquate mechanische Apparaturen ersetzen. Das heißt also, die Handweber, die beispielsweise beim Verleger Stöckel im Einsatz waren oder tätig gewesen sind, deren Kompetenz konnte eine Maschine einfach noch nicht übernehmen. Das dauerte seine Zeit. Und ab den 1880er Jahren, als dann eben auch der Maschinenbau neue Zenite erreicht hatte, gerade aus Sachsen oder auch die Maschinenbaufabrik Rockstroh in Meickdrettwitz, die sich relativ schnell zum größten Maschinenbauproduzenten des gesamten Raumes mauserte, es liefen fast in jeder Fabrik Rockstrohmaschinen, erst dann war es möglich geworden, auch diese letzten Teile der Produktionskette entsprechend zu mechanisieren. Und dann ging es bei uns steil durch die Decke. Ja? 1880 kommen die ersten modernen Webstühle auf den Markt. 1883 gründet Johann Georg Schlegel, ein Verleger aus Zell, der zur Eisenbahn zieht, um dort eben die Kohle abgreifen zu können, in Münchberg die erste mechanische Weberei. Viele andere werden folgen. Und ganz wichtig ist, dass im Rahmen dieser Hochindustrialisierung es keine Verarmung der Menschen gab. Das ist auch was, was ich sehr häufig höre und was ich leider auch in manchen Dokumentationen sehe. Ja? Die Industrialisierung wird sehr häufig als eine dunkle Epoche gezeichnet. Es gab Dreck. Es gab Schmutz, das ist unbenommen, das ist vollkommen klar. Wo Dampfmaschinen laufen, gibt es Ruß. Aber dieser um sich greifende Pauperismus, diese Armut, diese Angst der Menschen, durch die Maschinen ersetzt zu werden, das war bei uns im Fichtelgebirgsraum nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, man wusste, wenn man dieses Wachstum, das in der Proto- und frühindustriellen Zeit eingesetzt hatte, weiter am Laufen halten wollte, dann brauchte man die Maschinen. Und deswegen gab es eine Art von Übergang. In den 1880er Jahren beispielsweise blieben viele der älteren Handweber der Handweberei treu und arbeiteten auch weiterhin für die Verleger, während diese eben parallel dazu Fabrikstrukturen aufbauten, um dort die jüngeren Menschen in Lohn und Brot setzen zu können. Und die Arbeit in der Fabrik war bei uns im Fichtelgebirgsraum kein Moloch, ja, und kein Malochen und keine Ausbeutung, sondern es gab in erster Linie auch wirklich eine gegenseitige Wertschätzung. Es gab beispielsweise, und das möchte ich einfach mal so in den Raum stellen, schon vor den Bismarckschen Sozialgesetzen in allen großen Fabriken, natürlich in erster Linie damals den Spinnereien, Krankenversicherungen, Invalidenversicherungen, sogar teilweise Rentenversicherungen. Es gab Wohnungen in Bayreuth bei der Spinnerei, die sogenannte Burg. In Hof bei der Spinnerei wurde auch ein Arbeiterwohnhaus errichtet, um diesen in die Stadt ziehenden Menschen ein adäquates Obdach zur Verfügung stellen zu können. Die Städte wuchsen ja teilweise in einem immensen Tempo. Und da musste man natürlich dann auch von Seiten der Wirtschaft aus ein bisschen unterstützen, damit es nicht in einer kompletten Katastrophe endete. Das heißt am Ende, ja, die Industrialisierung ist nicht unbedingt sauber und schön gewesen. Aber mit Blick auf die Lebensverhältnisse der Menschen hat sie tatsächlich einen positiven Einfluss ausgeübt. Wenn ich als Handweber 15 Stunden am Tag im Durchschnitt, und das können wir belegen, arbeiten musste, um meine Familie zu ernähren und teilweise ja die ganze Familie mitarbeitete, musste ich jetzt in der Fabrik nur noch 10 Stunden arbeiten. Nur in Anführungszeichen. Später wurde der 8-Stunden-Tag eingeführt. Am Ende wurde das Wochenende sogar freigestellt. Das heißt, ich erhielt den gleichen Lohn oder einen vergleichbaren Lohn für faktisch weniger Leistung oder weniger Arbeit. Und das hat natürlich immense Nachwirkungen gehabt. Die Menschen, die in den Fabriken arbeiteten, hatten nicht nur geregelte Arbeitszeiten, sondern dadurch auch geregelte Nicht-Arbeitszeiten oder aber eben Freizeiten. Das führt dazu, dass in den 1880er Jahren, der großen Zeit der Fabrikgründungen, die Vereine aus dem Boden schießen. Denn jetzt wollen sich die Menschen natürlich anderweitig beschäftigen. Radfahren, Sport, Turnvereine, Verschönerungsvereine, ganz wichtig. Ja, man hat natürlich diese Auswirkungen der Industrialisierung auch abfangen wollen, indem man beispielsweise Parks anlegte, die Straßen schmückte etc. pp. Auch unser Fichtelgebirgsverein, 1888 gegründet, ist aus einer solchen Entwicklung entsprungen. Zuletzt hat diese Industrialisierung natürlich auch immense Auswirkungen auf die Infrastruktur der Städte gehabt. Überall dort, wo Fabriken entstehen, muss Wasser zur Verfügung gestellt werden. Die Maschinen brauchen Wasser, der Kessel braucht
Trinkwasser. Deswegen reichten in den großen Städten, die nun eben industrialisiert wurden, die früh, also die teilweise noch aus dem Mittelalter stammenden Systeme der Holzröhren nicht mehr aus. Man musste neue Systeme schaffen. Deswegen wurden in den Städten eben auch entsprechende Infrastrukturen neu errichtet. Es gab beispielsweise fast in jeder Stadt, die damals industrialisiert wurde, groß angelegte Wasserleitungsbauprojekte. Hochdruckwasserleitungen wurden errichtet für die Industrie. Am Ende konnten sich aber daran auch die Privateigentümer anschließen lassen. Der nächste Schritt war in vielen Städten die Elektrifizierung. In Münchberg beispielsweise hat ein gewisses Gefühl der Urbanität Einzug gehalten. Man sagte, wenn wir nun eine industrielle Stadt sind, dann können wir nicht mehr mit Strukturen zurechtkommen, die old-fashioned sind, die uns nicht mehr entsprechen. Wir können immer mit den einfachen Petroleum-Lateinen zufrieden sein. Wir wollen nun die Wunder der Moderne bei uns haben. Wir wollen elektrische Straßenlaternen. Deswegen baute Siemens unter anderem in Münchberg, aber auch in Hof schon Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Elektrizitätswerke. In Hof fuhr damals sogar ein absolutes Wunderwerk der Technik, eine elektrische Straßenbahn von 1901 bis 1921. Diese Straßenbahn war ein immenser Ausdruck der Hofer Selbstwahrnehmung. Ja? Die Städte waren nun mit einem Mal modern geworden. Man hatte nichts mehr mit Ackerbürgertum am Hut, man hatte nichts mehr mit Handwerk als produzierendes Gewerbe alleine im Hut, sondern man war zu einem Industriezentrum geworden. Und das wollte man auch deutlich zeigen, indem man den Menschen, die in den Städten wohnten, ein gewisses Gefühl der Urbanität, des urbanen Lebens und am Ende eben auch der ja, vielleicht leichteren Lebenswelt zur Verfügung stellte. Und damit kommen wir zum finalen Punkt. Denn wenn ich nun als Mensch einer modernen industriellen Stadt mit einem Mal Freizeit habe, dann will ich diese Freizeit natürlich nicht nur in meiner Stadt verbringen, sondern ich möchte ganz gerne auch einmal aus der Stadt raus. Deswegen fand eine finale neue Erschließung des Fichtelgebirgsraumes statt, und zwar ab den 50er Jahren, vermehrt aber ab den 1910er, 20er Jahren. Und zwar eine Erschließung für den Tourismus. Große Städte wie Münchberg, wie Wunsiedel, wie Bayreuth, wie Hof oder auch wie Weißenstadt mauserten sich am Ende des 19. Jahrhunderts zu den Zentren, von denen aus der Fichtelgebirgsraum touristisch erschlossen werden sollte. Diese Orte waren deswegen so wichtig, weil sie Anschluss an das wichtigste Verkehrszentrum der damaligen Zeit hatten, oder Verkehrsmittel, nämlich die Eisenbahn. In den 1930er Jahren kamen dann auch die Autos und die Autobahnen dazu, was aus dem Fichtelgebirge einen immens wichtigen Raum machte, auch einmal mehr für den großen Weltverkehr. Bis heute durchqueren bedeutende Fernstraßen und Autobahnen unseren Raum. Und es hat sich natürlich auch auf die Entwicklung entsprechend ausgewirkt. Das heißt, nicht allein kamen nun Touristen von auswärts in die Region, sondern auch die Menschen vor Ort, die es sich leisten konnten, einmal nichts zu tun, wollten eine schöne Zeit in ihrer Heimat verbringen. Genau deswegen wurde das Fichtelgebirge eben in jener Zeit neu erschlossen, unter anderem, das sage ich voller Stolz, vom Fichtelgebirgsverein, dem ich heute als stellvertretender Hauptvorsitzender vorstehen darf. Unser Verein baute damals ein gigantisches Netz an Wanderwegen aus, und ich finde es wahnsinnig toll, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich diese tolle Karte gefunden habe, die die Wege einmal zeigt im Fichtelgebirge und im Steinwald, und zwar aus dem Jahr 1925. Diese Wegeübersichtskarte zeigt ganz fantastisch, dass der Fichtelgebirgsraum touristisch faktisch noch ein zweites Mal erschlossen wurde. Nun ging es also nicht mehr allein um Industrie, nun ging es nicht mehr allein um Gütertransport und um Personentransport, sondern nun ging es darum, die Region entdeckbar und erlebbar werden zu lassen. Natürlich hat man den Tourismus damals auch als Wirtschaftsmacht oder als Wirtschaftskraft anerkannt. Nicht umsonst waren beispielsweise ganz oft bei den Ortsvereinen des Fichtelgebirgsvereins die großen Unternehmen und Industriellen im Vorstand vertreten. Die Eisenbahnstrecke von Münchberg nach Zell, die damals 1901 gebaut wurde, nach langem Kampf, das war quasi das letzte Restchen von dieser gedachten Verbindung zur Fichtelgebirgsbahn, das man tatsächlich verwirklichen konnte. Diese Verbindung von Münchberg nach Zell wurde relativ schnell der Waldstein-Express und hat eben, obwohl er in erster Linie für den Gütertransport diente, relativ schnell auch einen immensen touristischen Nutzen gebracht. Was war die Folge? In Reinersreuth, vorher nur eine einfache Haltestelle, wurde auf Betreiben des Granitindustriebesitzers jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammt, Dr. Erwin Goller, wurde auf Betreiben des Granitbruchbesitzers Dr. Erwin Goller
ein kleines Häuschen gebaut, weil er sagte, dort sollen zukünftig die Touristen unter anderem aus Sachsen, die über die Ludwig-Süd-Nordbahn nach Münchberg fahren und dann mit dem Waldstein-Express nach Reinersreuth kommen, aussteigen, um von dort aus den Waldstein zu ersteigen und zu erklimmen. Am Ende wurde sogar in Zell, und das müssen Sie sich einmal vorstellen, ich finde es wahnsinnig interessant, ein eigener Verschönerungsverein gegründet, und zwar unter der Leitung des Webereibesitzers Heinrich Schlegel. Heinrich Schlegel war ein Sohn von Johann Georg Schlegel, der einige Jahre vorher in Münchberg die erste mechanische Weberei gegründet hatte. Und dieser Heinrich Schlegel gründet jetzt in Zell einen Verschönerungsverein. Und zwar nicht deswegen, weil die Dorfbewohner von Zell sagen, unser Dorf soll schöner werden, sondern weil die Dorfbewohner von Zell sagen, naja, da kommen jetzt die ganzen Touristen und die wollen ländliche Idylle. Die wollen Blumen an den Häusern, die wollen blühende Bäume. So ist das Landleben nicht. Ja, das ländliche Leben war damals in erster Linie nach wie vor bestimmt von Dreck. Wir wissen, dass es in Zell in jener Zeit noch nicht einmal einen Abwasserkanal gab. Das heißt, es kam regelmäßig zu wirklich ekelhaften Szenen, wenn der ganze Marktplatz im Morast und Dreck versank. Aber man sagte jetzt, wenn nun Touristen kommen und ein ländliches Idyll haben wollen, ja, dann bieten wir ihnen das doch. Der Zeller Verschönerungsverein hat also quasi den Ort so herausgeputzt, dass er dem Idealbild einer städtischen Wahrnehmung von ländlicher Kultur entsprach. Und das gab es im ganzen Fichtengebirge. Die ganzen großen Berge, die ganzen großen Gipfel wurden faktisch erschlossen, um den Menschen das zu bieten, was sie wollten. Am Ende sind daraus eben auch jene Strukturen entstanden, die wir bis heute haben. Der Asenturm, das Backöfele, ja, diese ganzen Gebäude auf den Gipfeln des Fichtelgebirges sind unter anderem eben auch entstanden in einer Art von, ja, neuer Wahrnehmung des Raumes. Ja, und am Ende eben auch, um den Touristen das zu bieten, was sie wollten. Ich war vorhin in Bad Alexandersbad zum Drehen. Und was sehe ich da hinter dem markgräflichen Schloss? Ein sogenanntes Schweizer Haus. Was macht ein Schweizer Haus im Fichtelgebirge? Ganz einfach. Die Menschen der damaligen Zeit, die Touristen des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts, die zog es in die Alpen, zum Panhans, zu den großen Hotels der Belle Epoque. Und jetzt sagte man, das können wir doch auch. Also bauen wir einfach die typischen Schweizer und alpenländischen Häuser bei uns ins Fichtelgebirge und dann sollen die Touristen nicht mehr nach Österreich und in die Schweiz fahren, sondern sollen bei uns bleiben. Selbst das Waldsteinhaus, 1853 als Hospiz Waldstein errichtet, wurde im Stile des Schweizer Hauses errichtet. Im geselligen Schweizer Stil sollte es oben auf dem Berg stehen, um somit eben die Bergeslust der Touristen anzusprechen. Insofern kann man sagen, dass das Fichtelgebirge, und das finde ich wahnsinnig spannend, sich als Raum neu erfunden hat, und zwar für den Tourismus. Ja? Einerseits für den Tourismus aus dem Raum heraus selbst, für uns, für die, die wir diesen schönen Raum Heimat nennen, aber andererseits eben auch für die Touristen, die von auswärts kamen. Und die wollten eben mehr. Ja? Und das war man bereit, ihnen zu bieten. Das finde ich unglaublich interessant, weil es eben auch zeigt, dass man Tourismus schon damals als Wirtschaftskraft erkannt hat. Kommen wir jetzt zur allerletzten Folie. Und zwar zu der Folie, die Ihnen die Identität des Raumes in meinen Augen ganz fantastisch zeigt. Diese Karte habe ich durch Zufall entdeckt, das muss ich offen gestehen. Sie ist Teil eines Wanderführers aus den 1950er Jahren. Darauf sehen Sie das Fichtelgebirge, das tatsächlich in diesem Falle bis nach Naila geht, also bis in den Frankenwald hinein. Es ist also weit ausgreifend über das Sechsämterland und über den Granitstock hinaus. Und Sie sehen dann daran auch, wie sich das Fichtelgebirge in jener Zeit selbst wahrnahm. Nämlich als ein Raum, der unglaublich stark geprägt war von Industrie. Sie erkennen es ja. Sie haben jetzt beispielsweise in Hof an der Saale, haben Sie das Bierfass für die Brauerei, Sie haben die Spindel für die Spinnerei, Sie haben in Selb selbstverständlich, ja, die großen Porzellanproduzenten mit den entsprechenden Objekten, die dargestellt sind. Sie haben in Kirchenlamitz den Steinmetz, der also dort die Handwerkstradition aufrechterhält. Sie haben in Münchberg die Buntweberei, wie Sie sehen können. Sie haben aber eben auf der anderen Seite auch die Ausflugsziele. Sie haben die Schüssel am Waldstein beispielsweise. Sie haben in Bayreuth das Opernhaus von Wagner, was natürlich auch zur Kultur dazu zählt. Sie haben die Trachten, die in Richtung Nürnberg unten dargestellt sind im Hummelgau. So heißen das Fichtelgebirge, und das finde ich an dieser Karte so phänomenal, stellt sich auf diesem Bild dar als ein Industrieraum, als ein wahnsinnig bunter Kulturraum,
als ein Handwerksraum und selbstverständlich auch als ein nach wie vor sehr stark rural, also landwirtschaftlich geprägter Raum. Wenn man jetzt also die Frage nach der Identität des Raumes Fichtelgebirges am Ende dieses Vortrages beantworten will, dann muss man sagen, dass es diese eine Antwort auf die Identität, was ist das Fichtelgebirge, nicht geben kann. Denn das Fichtelgebirge ist wahnsinnig viel. Es ist eben nicht nur Industrie, es ist nicht nur Tourismus, es ist nicht nur Kultur, es ist auch nicht nur Natur und Landschaft. Insofern kann man sagen, dass die Identität des Raumes Fichtelgebirge eine wahnsinnig bunte ist. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, die ich geben würde, wenn mich jemand fragen würde, wie würde ich die Identität des Fichtelgebirges beschreiben? Ich würde sagen, Vielfalt. Ja? Das Fichtelgebirge ist ein Raum, was nicht einer einzigen Entwicklung zuzuordnen ist, sondern es ist wahnsinnig vielfältig, sowohl in der historischen Perspektive, wie wir heute gesehen haben, als eben auch in der modernen Darstellung und Selbstwahrnehmung. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir beim Fichtelgebirge nicht von festen Grenzen reden. Das Fürstentum Bayreuth, das Fürstentum ob dem Gebirg, hat nichts mit dem zu tun, was wir auf dieser Karte sehen, was das industrielle Fichtelgebirge darstellt. Das industrielle Fichtelgebirge allerdings ist wieder nicht deckungsgleich mit dem touristisch erschlossenen Fichtelgebirge oder mit dem Naturraum Fichtelgebirge oder mit dem Kulturraum. Insofern muss man sagen, dass am Ende Harald, ja. Frage von Harald Steig, ist diese Karte von Karl Bedahl? Ja. Und das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen. Ja, natürlich vom unerreichten und von mir hochgeschätzten Karl Bedahl. Am Ende muss man also sagen, die Identität des Fichtelgebirges liegt in seiner Vielfalt. Das ist wahnsinnig wichtig und darauf sollten alle, die wir diese Region, diesen Raum Heimat nennen dürfen, wahnsinnig stolz sein. Es gibt eben nicht das eine Fichtelgebirge, sondern es gibt wahnsinnig viele Räume, die dieses Fichtelgebirge ausmachen und die sich je nachdem, wie wir es definieren wollen, in unseren Blick schieben. Und damit sind wir am Ende dieses Vortrages angelangt. Ich habe selbstverständlich wieder überzogen, aber das sind Sie ja von mir mittlerweile hoffentlich gewöhnt. Ich glaube, angedacht war eine Stunde, jetzt sind wir bei knapp 90 Minuten. Ich hoffe, dass dieser kleine Ausflug durch sehr viel. Also ich habe diesen Vortrag tatsächlich noch nie gehalten. Es ist wirklich heute die Premiere gewesen und ich hoffe natürlich, dass Ihnen der Vortrag einerseits gefallen hat. Ich hoffe, dass ich Ihnen auch die ein oder anderen Gedanken mit auf den Weg geben konnte und dass ich jetzt natürlich vielleicht auch Sie ein bisschen darauf angesetzt habe und angeheizt habe, diesen Raum Fichtelgebirge in all seiner Vielfalt noch einmal neu zu entdecken und dann mal mit ganz offenen Augen da durchzulaufen, wo Sie überall Spuren eben jener Entwicklungen finden können. Es gibt beispielsweise in ganz vielen Städten des Fichtelgebirges bis heute die Fabriken, ja, die eben von diesem Industrieraum übrig geblieben sind. Leider werden sie sehr, sehr häufig als Brachen diffamiert und sollen möglichst abgerissen werden, wodurch auch, wie wir heute gelernt haben, ein elementarer Bestandteil der regionalen oder der räumlichen Identität verloren ginge. Und genau deswegen ist es eben so wichtig, abschließend mein Appell, dass wir uns darüber im Klaren sind, woher wir kommen. Das Fichtelgebirge und seine Kultur leitet sich ab von den kleinen Leuten der Entwicklung. Selbstverständlich haben auch die Markgrafen, wie wir heute gesehen haben, als Regenten einen immensen Einfluss auf diese Entwicklungen gehabt. Aber ganz häufig waren es die Personen vor Ort, die eine Entwicklung angestoßen und vorangetrieben haben. Das Problem ist nur, diese kleinen Leute, die Kleinen der Geschichte, Sie und ich, die tauchen in den meisten Untersuchungen bzw. in den meisten Dokumentationen und Reportagen nicht auf. Wir neigen dazu, die Geschichte der Großen zu erzählen. Die Geschichte von Bismarck, die Geschichte von Friedrich dem Großen. Ja? Und dabei vergessen wir leider, dass das, was diese großen Menschen getan haben, natürlich für die Politik und für die Entwicklung Europas und der Welt ganz wichtig gewesen ist, dass aber die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf uns verschwindend gering gewesen ist. Ja? Insofern muss man am Ende sagen, dass die Geschichte des Fichtelgebirges und die Kultur des Raumes von den Menschen vor Ort gemacht wird. Kultur wird nicht übergestülpt, Kultur wächst von unten heraus. Und insofern ist es eben ganz wichtig, dass wir sagen, ja, wir sind ein Raum der kleinen Leute, aber darauf sollten und dürfen und wissen wir ganz bewusst stolz sein und das ist eben auch was unseren Raum, was unsere Heimat entsprechend ausmacht. Und damit bedanke ich mich
von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat die ein oder andere neue Information beinhaltet. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen entschuldigen, falls jetzt natürlich Menschen unter Ihnen sind, die sagen, ja, das eine war schon sehr abgekürzt. Das war leider in Anbetracht dieses doch großen Zeitrahmens, den wir betrachten wollten, nicht anders möglich. Deswegen bitte verzeihen Sie mir, wenn ich eben einfach an manchen Stellen etwas kürzen und etwas vereinfachen musste, aber nur so, was eben am Ende drin diese großen Entwicklungslinien tatsächlich nachzuzeigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wenn Sie Fragen haben sollten, können wir jetzt sehr, sehr gerne noch in eine kleine Diskussion gehen. Ich sehe leider Ihre Kommentare nicht direkt, aber meine liebe Barbara Thierfelder, der ich natürlich gemeinsam mit dem Techniker Max vom BayernLab an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen möchte, die leitet mir Ihre Kommentare über WhatsApp weiter. Das kann also zu einer kleinen Verzögerung kommen, aber dann kann ich natürlich auch sehr gerne Ihre Fragen beantworten. Ansonsten die Bitte an Sie, bevor Sie gehen, noch einmal ein Like dazulassen oder auch ein Abonnement fürs BayernLab, damit Sie auch zukünftig immer auf dem Laufenden gehalten werden. Und ganz wichtig, das muss ich natürlich am Ende noch einmal kurz erwähnen, wenn Sie einzelne Aspekte dieses heutigen Vortrages noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, dann schauen Sie gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Unter adrianrosner.de finden Sie unter dem Punkt Publikationen so gut wie alle Texte, die ich bislang geschrieben habe, zum kostenlosen Download hinterlegt. Und manche der heute behandelten Aspekte sind eben auch in diesen Texten auffindbar. Ansonsten schauen Sie auch gerne mal in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks vorbei. Wir haben beispielsweise diese Symbolik des Markgrafenbrunnens, die Porzellanindustrie mit Rosenthal oder auch die Textilindustrie mittlerweile in Adrians Geschichtler entsprechend behandelt. Gut, damit bin ich am Ende. Ich warte jetzt noch kurz, ob Kommentare von Ihnen kommen, und wünsche Ihnen aber ansonsten einen wunderschönen Abend und bedanke mich herzlich bei Ihnen, dass Sie ihn mit mir verbracht haben und dass ich ihn mit Ihnen verbringen durfte. Vielen herzlichen Dank.